verdammt ruhig hier. Viel zu ruhig. Mich würde interessieren, wer im vorderen Fahrzeug Schütze ist. Im G-Schütze. Oben am, also auf dem Fahrzeuggeschütz. Wie kommst du denn drauf? Nur so. Ich vermute nämlich, dass es dem G-Schütze ist. Ist logisch. Nee, eben nicht, weil er im G-Schütz ist. Er sollte nie an ein Fahrzeuggeschütz. Ja. Auch nicht Fahrer machen, weil er sich kann. Der müsste eigentlich da sitzen, wo ich sitze. Die Alpha an alle Truppenteile aufsitzen. Der hier oben rauswirken kann. Panzerschütze, MG-Schütze. Hat er das eingehört, dass er aufsitzen soll? Ja, soll er aufsitzen, los, los! Aufsitzen wird er. Jupp, da soll er ran. Okay, alle Mann sind an Bord, passt, gut. Ganz einfach so, wenn das Fahrzeug stehen bleibt, kann der Fahrzeugschütze sitzen bleiben, MG geht raus, sichert und der Panzerfaustschütze kann notfalls gleich mit der Panzerfaust agieren, falls irgendein Fahrzeug kommt. Das macht Darum Sinn. Sind die zwei nie als Schütze eingeteilt. Ja, als Schütze kann der MG sein MG-Geschütz nicht nutzen. Genau. Grundlage. Das Ding gehört, Bernhard. Ja, Konvoi, Marsch. Mindestens 50 Meter Sicherheitsabstand, bitte. Nicht nur gegen Aufbau, weil es halt auch gegen Explosionen. Ich habe einen Begrenzer jetzt auf 23 drin, weil mit 30 ist da sowieso nichts los. Okay. Ja, das Ding wackelt ganz schön, dafür, dass wir so langsam fahren. Mhm. Ja. Das ist ja das. Da wird einem echt schlecht, wenn man hier oben rausguckt. Versuch dich nicht zu fokussieren. Ja, aber ich versuche ja was zu erkennen, ob irgendwo Feind ist. Beschuss. Ich schau nicht aufs Visier. Beschuss? Hast du Beschuss gesagt? Ja, da ging gerade ein Schuss aufs vordere Fahrzeug. Okay, ausschalten. Halt Abstand, Werner, stopp! Bravo hat weit voraus, hat links eine verdächtige Waschmaschine. Rechts zur Seite sieht der aus. Aussteigen! Hier Alpha verstanden. Dann Konvoi halt, absitzen, Rundumsicherung aufbauen. Okay, raus mit euch. Entfernung zum Feind, Richtung wie viele? Aber nur irgendwas Kleines, AK oder sowas. Dorsal. Und Fliegerfaust absetzen. So geschehen. Bravo für Alpha, Frage, wie viele Feinde, was für ein Typ, in welche Richtung? Ein Soldat mit dem Rücken zu uns, die haben uns noch nicht entdeckt. PKM Gunner. Ein Soldat, PKM Gunner, hat uns noch nicht entdeckt mit dem Rücken zu uns. Alles klar, allesamt aufsitzen. Nächste Mal ordentliche Feindmeldung. Ich habe mit großem Feind gerechnet. Aufsitzen. Ihr habt einen MG-Turm. Wenn er gefährlich wird, wegpusten. Okay, du darfst ihn wegknallen. Entschuldigung, Portier, dass Leon, dass ich schon aufgestanden bin. No problem. Ich sorge mal dafür, dass alle reinkommen. Ausgeschaltet. Das hast du nicht gehört, wir sollen alle einsteigen. Feind bekämpft. Was ist mit der Waschmaschine? Hört er nicht. Hier also stehen viele Waschmaschinen rum. Weiter hinten steht eine am Gebäude. Weg bis ab mit dir auf den Gunner sieht das. Ja, im Notfall, sie haben IOD-Ler an Bord. Unter Eigensicherung kurz nach vorne kontrollieren. Speckles, du kannst meine Gedanken lesen, ich mag dich. Okay, wir kontrollieren die Waschmaschine, die ist zu nah am Straßenrand, die ist schon fast auf der Straße. Ja, so verstanden. Restteile bleiben aufgesessen. Komm, schau. Unten rechts. Unten oder oben. Rechts. Achtung. Na gut. Danke. Sag mal, seht ihr das auch alles so ein bisschen verschwommen irgendwie? Mir ist irgendwie ganz übel vom Frühstück wahrscheinlich heute Morgen. Ja, oder von der Kiste, die ihr auf den Kopf gekriegt hat. Das kann auch sein, ja. Kannst du mal gucken, ob du noch Schmerzen hast? Der Saal, check dich mal selber durch, bitte. Nein, das ist es nicht, Mann. Tu mir mal den Gefallen und krabbel, bitte.
Sondern kann ich dir mehr Morphium verschreiben, der Saal. Ich wollte damit sagen, dass ich die ganze Zeit mit 22 Leo. Spiele. Leon? Dito. Du gehst da einfach Interaktionsmenü. Ja, was ist mit dem? Ja, was ist mit dem? Weil Team Bravo hier gerade steht, glaub, Leute, ihr nehmt alle eure Schalldämpfer ab. Die Dinger taugen nichts. Schalldämpfer ab, hat er gesagt. Noch keine Schalldämpfer, sondern wir haben längst abgenommen und ins Auto gelegt. Das Tagel, da brauchst du die Dinger nicht. Genau. Und das geht's, dass man das Mündungsfeuer nicht zieht. Ja, dann runter mit dem Ding. Wenn du schon Zeit hast, check doch mal, ob dein Panzerabwehrwerfer geladen ist. Ist sauber. Wir melden Waschmaschine sicher, nichts drin. Stehen hier rum. Verstanden, dann aufsitzen und selbstständig der Route weiterfolgen. Wozu haben wir denn diese Detektor? Ich dachte, wir haben AOEs. Fahrzeug einfährt. Aber nicht für Sprengladungen. Das also, die können uns da nicht helfen? Nee, nee. Damit erkennst du auch Sprengladungen. Das ist für metallische Objekte. Wiegel von Dorsal, komm. Ich habe gerade letzten Samstag wieder eingesetzt. Das funktioniert wunderbar. Nur haben die eine sehr kurze Reichweite. Muss der nah ran damit. Ja. Auf Frage: Können wir in Zukunft euch die EOD-Leute dafür riskieren? Das war ein alter Deal, aber da reingegangen. Frage aufsetzen, weiter geht's. Genau, Motor starten und ihm nach am besten. Vorsicht, die auf, die da stehen, zwei Stück rechts. Ja, wenn er keine Rückmeldung kriegt, dann kann er es nicht wissen. Nee, wo er gesagt, Konvoi fährt, habe ich gestartet. Also, ja, passt. Ich muss mal nachfragen. Geht's euch ähnlich? Schuss. TKM. Beinerkennung. Weitere Feindkontakte voraus. Ah, die schießen mit Granaten weg hier. Granatwerfer, ja. In das Haus, da ist Deckung vielleicht oder so. Befehl kick. Ah, bin down. Hilfe. Alles klar. Dann, erste Granate. Konvoi hier absetzen. Okay, ihr habt's gehört, absitzen. Bravo, Sie geben Deckungsfeuer. Auftrag, Delta, Sie gehen auf die linke Flanke von Bravo. Feindrichtung ist Nord. Somit, Sie gehen auf Westflanke. Charlie, Sie halten Rückraum. Alles klar, Schleicher, du bleibst drin. Leon, Dorsal, also zweites Fahrzeug absetzen, sichern Richtung Straße. Doppelte Feuerwand an der Kante bilden. Gezogen. Leon, kannst du zurückkommen? Leon, zurück, komm zurück. Es ist Befehl aufzusetzen. Keine Eigenbehandlung, die Leute sofort in die Fahrzeuge evakuieren und okay, Fahrzeug behandeln. Okay, Charlie. Leon, hört, komm. Bist du drin, das ein? Fahrzeug komplett, Bernhard. Wir können loslegen. Wird gewesen, dass der Pilot wirklich lebenswichtig ist für unsere Mission und wir entsprechend mit den Granatwerfern sehr vorsichtig sein sollen. Ihr Alpha, verstanden. Selbsterklärend, komm. Du hey, verstanden. Wenn du nochmal aussteigst, wenn du deinen Kopf verbindest, schießt du nochmal drauf, okay? Hast du zu mir was gesagt? Ja. Du hast gesagt, du versorgst ihn und gesagt, mach ich schon. So, du bist der Fit. Kann vom Fahrzeug aus jeden kontrollieren und versorgen. Ah, merci dir. Interaktionsmenü. Dann gehst du auf Insassen, dann kannst du jeden anwählen. Leute, wie schaut es bei euch drüben aus? Okay, ja. Du wurdest gerade angefunkt, wie es ausschaut. Dorsal, wie schaut es bei euch aus? Vier Mann im Fahrzeug, grün. Das ist für ein Sanitäter. Okay, Dorsal und Fliegerfaust absitzen. Welchen Namen hatte die Fliegerfaust? Also Speckels, derzeit. Abrufen für Alpha kommt. Sicher links. Das so, ist Bravo hört. Zahn, weil du kannst, sobald du Fragestatus. Hast, immer deine Leute durchchecken. Status. Ja, Roger. Gelb und unterdrückt mit Granaten. Weiterer Granatenbeschuss hier außerhalb. Regelt sich da okay, bleibt im Fahrzeug. Ja, wir kriegen leider keinen Winkel auf die Stellung, deswegen
Könnte auch ein Mörser sein. Wir kommen nicht aus den Fahrzeugen raus, wir können ja keine Deckung aufbauen hier, Bravo. Werner, bist du da drauf? Was ist das? Oh shit, Sprecher hat's erwischt, okay. Ja, Sprecher ist down, wir versuchen ihn wieder ins Auto zu packen. Leon, bleib im Auto. Wenn ihr im Fahrzeug seid, dann setzt ihr zurück und baut eine Wand auf hinter uns. Delta für Alpha kommt. Unser Fahrzeug dann. Alle rein, alle rein. Delta hier. Ja, sie müssen unbedingt die Westflanke von Bravo übernehmen. Sprich, besetzen sie gegebenenfalls die Fahrzeuge und fahren in Richtung Nordwest an die Gebäude ran. Wir haben bereits die Westflanke, wir rücken weiter vor. Ich bin Schleicher. Tauscht mal Plätze. Irgendwie uns querstellen. Ja, mach du, Bernhard, ich behandle ihn. Ich hab's linke Bein. Vorrangig ist, den Verletzten zu versorgen, bevor ich hinter einem Gebäude, wo ich safe bin, rausfahre. Ja, dann funk mit Beetlejuice und komm da raus, Bauen ist da. Gerade steht, wir tauschen mal Plätze. Ausführen kannst. So, Kopf, bist du? Ich soll hinter ihn hinfahren, oder? Weiß nicht, ich habe nicht zugehört. Zumindest sollst du diese sichere Stellung hier verlassen, ja. Alpha für Charlie. Jetzt sollte erstmal fit sein. Hört, komm. Wir haben hier mögliche Mine, mögliche Idee. Ich habe nur Morphin Beckles? Offenbar. Er ist noch ohnmächtig. Beetle, hast du noch eine nähere Anweisung, wo wir hin sollen, weil das Haus war eigentlich recht sicher. Ratzfatz, hörst du mich hier? Rückwärts ranfahren. An mein Auto, wir bilden hier eine Mauer. Wechsel mal bitte auf unsere Frequenz wieder, 130. Das ist alles ausgestiegen, Bernhard, gell? Ja, ich wollte es dir bloß sagen, gell? Okay, Speck ist immer noch unbewohnt. Geht oder seitlich raus? Ich behandle ihn noch schnell fertig, damit er aufwacht. Jetzt, steh jetzt dem Mann. Sehr gut, sehr gut. Exzellent. Alpha für Charlie. So, ich hoffe, ihr wieder wach. Hört, komm. Minenfund hat sich bestätigt. Okay, wir haben ein IOD. Die Straße ist nicht für uns befahrbar. Die Mine ist aktiviert. Hier, Bravo. Sicherung aufgebaut. So verstanden. Halten Sie Position. Delta geht auf Ihre linke Flanke. So verstanden. Also Leute, Delta geht auf die linke Flanke. Ihr bleibt an den Fahrzeugen. Benutzt sie als Deckung an Auflagepunkt. Bleibt hinter den Reifen. Du gehst hinter zu deinem Fahrzeug, geh hinter dein Fahrzeug, genauso wie der Rest von eurer Truppe. Ihr schießt hinter dem Fahrzeug vor. Du hast viel Blut verloren, lass langsam angehen, ja? Das habe ich doch gerade gesagt. Also mich würde mal ja interessieren, worauf ihr so alle ballert hier. Ah, ich denke, das ist das Standard-System. Haben wir einen Sunny Beetlejuice? Auf die Esel. Ich gebe dir mal ein bisschen Blut. Ja. Ja, haben wir, was los? Leo ist Sunny, genau. Nee, alles geklärt, danke. Hier Lautsprechern. Die Straße entlang. Hat die mit Lautsprechern über Funk? Nein. Speckles, glaube ich. So hast du halt. Also wenn, dann hat sie es von alleine angemacht. Ich höre keinen. So hast du halt. Also bei mir ist es nicht an. Ich hab's gerade hinter dem Fahrzeug bleiben, wenn jetzt hier eine Granate einschlägt vor dem Fahrzeug. So, verstanden. Die sieht soweit sauber aus jetzt. Gut, dass noch mehr Blutkonserve im Fahrzeug sind. User in your channel timed out. User joined your channel. Sind noch alle da? Also du hast es. Okay. Ist mein Teamspeak abgekackt. Ah, das ist mies. Und es ist nochmal abgekackt. Alpha für Charlie. Nee, ist nicht, oder? Nee. Hier, ich hab gerade ausgesehen. Wir haben ja noch einen Scharfschützen erkannt. Den bekämpfen wir noch dann für ihn. Die Alpha so verstanden. Was soll ich da sagen? Ich suche mal nach ihm. Ich steig kurz aus. Der ist draußen, glaube ich. Bleib da sitzen. Okay, im
Munitionsstatus. Okay, er ist nee, draußen. Ich wollte bloß. An meiner Seite, ja, passt. Das war eine Frage an alle. Grün, cool, wir haben, glaube ich, keinen Anschluss abgegeben hier. Schleicher, was macht die Munition im Fahrzeug? Das ist was ganz günstiges für diesen Fahrzeug, man kann ganz gut unten durchfahren. 425 Schuss MMG und ein Magazin extra. Okay. Delta für Alpha, komm. Delta hört. Du hast jetzt dreieinhalb. Sie haben zwei Sicherungsdruck, Bravo und Charlie, Sie rücken vor. Westlich der Straße, die grün markiert ist, bis circa 200 Meter voraus. Zu Fuß oder mit den Fahrzeugen? Das Fahrzeug, was ihr dabei habt, einfach mitziehen. Wir ziehen das so weit wie möglich da vorne mit, bilden dann dort vorne Wagenburg und machen den Rest infanteristisch. Die Wagen behindern nur. Jo, verstanden. Da sind wir dann eh schon am Ziel. Bitte? Da vorne über die Barrieren sind es eh schon der Kampfbereich. Suchen müssen wir noch. So, Delta sitzt westlich von uns und hat die Anweisung bekommen. Hat der Bewaffnete hier, hat der ein Sandkästchen mit an Bord? Ne, der Unbewaffnete. Eigentlich sollte jeder einen haben. Mal eine Kiste mit, wir werden als einziges das, dieses Fahrzeug hier mitführen, weil sie Waffe hat. Ja, und dann fahren wir mit einem Fahrzeug als Sicherungspunkt mit der Sandkiste im, und als mobiles Element. Beziehungsweise wir nehmen einfach eure beiden Fahrzeuge. Lasst die Kiste drauf, wir nehmen eure beiden Fahrzeuge, ihr bildet den Kern und dann werden einfach ein Trupp links, ein Trupp rechts einfach langsam vorrücken. John? Du bist doch Aufklärer und hast eine Aufklärungsausrüstung, oder? Okay, Bernhard, dann lade mal die Kiste ab. Ne, lade ich nicht, weil er hat gesagt, wir sollen sie drauflassen. Kein oder? Sichtkontakt zum Feuern. Also du bist jetzt auf Nass. Fahrzeug 2, Sanitätskiste abladen. Bernhard, ausführen. Alles klar, okay, ich... Sorry. Lassen wir das Fahrzeug hier? Wir haben erstmal nur hier Sicherungsaufgaben. Verstanden, ja. Ich sehe den Schützen nicht, keine Chance. Ja, der feuert auf das andere Team. Ja, er muss da vorne am Ende der Straße aber sein. Oh, oh, jetzt sieht uns einer. Ja, ja. Ich check mal den Westen. Okay, Bernhard, und jetzt bitte ja, Fahrzeug 1 einladen. Was kenn ich? Bitte, gib mal deinem Fahrzeug und dem MG mal Befehl, da hinten mal das Gebäude zu unterdrücken. Ja. Das, auf das ich zeige. Schleicher, Unterdrückung, linkes Gebäude. Wir haben ja Kontakt hier vorne, können fürs Hilfe gebrauchen. Ja, verstanden, jetzt gleich wird Charlie zu den Vorspringen. Unterdrückung, Bone ist da, linkes Gebäude mit Markise. Bei dir ist die Palme im Weg. Beladen.
Ich hoffe, dein Fahrzeug geht nicht raus. Ja, das hoffe ich auch. Gegen Bio handelt. Bio was anders sagt, macht er auch was anders. Ich sehe am Ende der Straße keinerlei Ziele, Leute. Hier, Bravo, melden Bereitschaft zum Fahren. Delta hat einen Ausfall hier vorne. Ja, Alpha, verstanden. Ein Ausfall bei Delta. Charlie rückt auf ihre Position vor. Bravo, Vorwärtsmarsch. Setzen Sie sich mit beiden Fahrzeugen auf die Straße auf Höhe von Bravo. Jetzt gehört. Alles klar, alle Mann aufsetzen. Ja, Korrektur auf die Höhe von Charlie und Delta. Gerade gut Rauch dort, die können nichts sehen. Okay, alles sind drin. Ich kann nicht zurückfahren, weil bei Titel noch nicht alle. Naja, du musst vorwärts weg hier. Das Titel schau mal raus. Nee, das fährt noch nicht. Dass wir die Kiste umlaufen. Bravo in Bewegung. Nicht, warum? Weil nämlich Bio gesagt hat, wir sollen sie so lassen, wie sie ist, und der wiederholt. Vor allem macht es doch keinen Sinn, die Kiste ins Führungsfahrzeug zu laden. Nee, das ist. Aua, ich bin versetzt getroffen. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Habt ihr mal gut können, in ein anderes Fahrzeug kurz reinkrachen. Das war keine Waffe. Okay. Nee, das okay. War Beetlejuice. Ja. Beetlejuice, du hast uns gerade schwer gehabt. Bravo 2 nicht fahrtauglich, Mannschaft verletzt. Ja, also ihr habt alle was abgekriegt. Ja, ich verbinde mich schon. Unser Auto ist die Räder am Arsch. Wie, euer rein. Fahrzeug wurde schwer gerammt. Ihr habt uns rückwärts vollgerammt. Was ist daran nicht verständlich, wenn es vor durchfunkt? Alles klar, absetzen, zu Fuß hinterher. Gut, mal aufwärmen noch und dann bin ich bereit. Werden wir machen, sobald wir versorgt sind. Ja, ich verbinde euch erstmal. Sorry. Ah, das ist nicht deine Schuld. Vorsicht, die Straße ist unter Feindbeschuss. Jack, ich verbinde dich jetzt. Los, ich hab mich schon verbunden. Ich meine, ich gebe dir jetzt ein bisschen Blut. Nein, mir geht's gut. Okay, dann hauen wir ab. Los geht's. Das Fahrzeug hat keinen Reifen drauf, dann weißt du, wie der reinkracht ist. Ah, jetzt wird die Ringe. Meine Scheibe ist gerissen neben mir. Ja, komplett hin, das Ding. Ganz. Alle vier Reifen weg. Na, dann versuchen wir es halt vorwärts zu bewegen. Scheiß drauf. Wir können nicht allzu schnell, wir sind halt schwer beladen. Ich habe noch ein paar Blutpäckchen mitgenommen. Stopp! Zum Haus, los! Wer soll stoppen? Zum Haus! Oh shit, da ist was explodiert, scheiße! Hier gehen wir in Deckung! In Deckung! Wieder! Ich hätte es gut zerlegt da vorne. Oh fuck! Leo, du hast das Kommando! Roger! Beobachtet die Stelle erstmal! Das sind eigene Leute da vorne. Schwer Verletzte, viele Verletzte. Beetle ist down. Wir müssen da hin und Sicherung aufbauen. Ey, Scheiße, zurückbleiben! Zurückbleiben! Hab ich mir bei von Körn Lichtschutz. Ja. Sprengladung. Roger! Überlebende zurückziehen! Hast du Kontakt, ja? Ja, hinter dem Zaun sind Läufer auf 340. Ja, Feuer frei! Unterdrückungsfeuer! Haben wir hier Unterlaufgranaten? Grenadier ja. Ist auf der rechten Seite. Normale Schuhe, oder? Ja. Komm mal links, Bernhard. Noch Bernhard! Beckles, weiß ihn ein! Ich übernehme! Gerade 50 Meter, der Metallzaun. Achtung! 340 ungefähr, da ist so ein Metallzaun, direkt in der zwischen den beiden Palmen am Ende der Straße durchschaut. Da ist da hinten raus. Wie gesagt, 350 Meter, müsste genau im Boden landen. Könnt mich alle Truppführer hören? Ich übernehme die Leitung, solange Pion. Ja, verstanden. Bestätigt, bravo. Der Trupp, der hinten ist, rückt links zur Häuserkante. Wir brauchen Sanitäter.
Wir müssen hier die Jungs versorgen, weil es hat so viele Jungs erwischt einfach. Man müsste gesessen haben, war zumindest weiter als der Rauch. Ihr habt den gehört, zum Marschieren vorbereiten. Alle, die nur rumstehen und nichts zu tun haben, holen die Verletzten. Westen, los geht's. Sprint, los. Raufmann, bist du aufrecht. Die Verletzten da von der offenen Fläche wegzuholen, ist oberste Priorität jetzt erstmal. Kann jetzt sehen, dass unser Führer, der gerade sich da frei aufs Feld bewegt und... Bravo! Bravo, Zug melden! Ja, wir haben den. Rück nach Westen vor! Zu den nächsten Häusern und geht da in Deckung. Über die freie Fläche, ja? Wir haben noch mehr Aufstellen! Schnell, bevor sich der Rauch verzieht! Ja, macht Smokes. Bring mal ein paar Leute an Leben, damit die was tun können. An den Häusern entlang, weiter. Ja, Leon, das war jetzt nicht so klar. Wir haben nicht mitbekommen, dass du umrennst. Okay, also, weiter. Jetzt, mir nach. Wir müssen auf links aufpassen. Leon, deine linke Seite aufpassen. Wir haben deine linke Seite. Munition, Munition. Kannst du mich überhaupt hören, Leon? Ja, ich höre dich. Und warum reagierst du dann nicht auf deinen Kameraden, der mit dir redet? Das habe ich da, Saal. De facto. Okay, jetzt sammeln. Deine linke. Ja, von links kam Beschuss hier die Straße runter. Okay, geh zum anderen Trupp, ich decke eure Linke. Du bist verletzt, oder Leon? Ich habe im Laufe der Zeit ein bisschen Blut verloren, aber ja. Also weiter. Wenigstens ist unsere Sahnekiste am Arsch. Ist sie da drüben? Okay. Ja, Mann, ich blicke, ich hab sie gut aus. Ich hab die Mitte. Rechts kann ich nicht ganz einsehen. Sehr gut, sehr gut. Größtenteils frei aus. Irgendwo von vorn, irgendwo von vorn. Okay, dort, aber wenn du nach rechts drehst, dann ist links offen. Da musst du Obacht geben. Sollen wir denn hier weiter? Was ist denn unser Ziel eigentlich? Wir sichern die Straße jetzt. Genau hier. Hier Position abschlagen. Ja, das Haus sieht gut aus erstmal. Check mal links das Haus. Dann geh mal rein, genau. Achtung, links ist nicht sicher. Achtung, links ist nicht sicher. Links, passt. Gesichert. Dotter, machst du bitte mit Leon Wechsel? Ja, Leon ist gerade hierher gekommen. Ich habe nicht gerne den Sani vor der Nase. Ich habe die gesamte Westseite hier durch ein Fenster, die gesamte Straße runter. Leon, du bist der Sani? Ja, ist einer verletzt? Na dann geh mal ganz schnell da vorne weg, mein Lieber. In die Flinte rein. So sieht's aus. Habt ihr die Jungs an der offenen Fläche weg? Ja, komm, nimm... Kontakt! Sehr gut. Gib ihm! Bernhard, vorher fram einen Granatenwerfer, sobald du was siehst. Uff, doch, nicht doch. Ich brauche Hilfe beim Soban. Ich kann ihn nicht allein zusammenfliegen. Schick mir bitte jemand einen. Ja, dann. Bravo Team, Medic ist unterwegs. Du sollst halt übernimmst. Wir halten hier, ja. Bravo Medic kommt. Calmero, Medic ist hier. Wen brauchst du? Ja. Mach einen Pio ganz. Mach einen Pio ganz, ich mach einen Sodan so lange. Am ersten Soban. Soban ist nämlich auch Medic. Der Soban ist auch Medic? Ach so, stimmt. Gestern mach einen Soban fertig. Ja. Ich schau mal, was der hat. Ich mach einen Kopf. Ah, der hat einen Blut verloren. Bitte mal Position durchgeben. Damit ich weiß, wer wo ist. Okay, sehr schön. Atze ist auch noch. Mach mal hier voll. Geht's dir gut? Kommt ihr hier drüben zurecht oder braucht ihr noch mehr Leute?
Ratzwärts, kannst du weiter vorrücken zu uns, Richtung Norden an die Häuserwand? Hier oder hol die von der Straße. Ja? Ich euch einen Sunny. Unbedingt. Leon? Ja. Wenn du ihn so bahn fertig gemacht hast, wir sind du den rechts. Westlich der, dieser grünen Straße, wiederhole es. Abzweigung, die Häuserreihe, da sind wir. Den Soban bitte fertig machen. Ja, der Rest vom Bravo-Trupp ist westlich von uns. Jo, verstanden. Ich hab gerade das Kommando. Ich habe schon von unserem Gruppenführer irgendwie in Erfahrung bringen können. Alter, also, Bravo-Trupp, ich bin ein Leader. Was war das denn für eine IED? Das hier war ja eine große UBV. Lasal, wir versorgen gerade die Verletzten. Wenn was Neues ist, dann sage ich es dir. Also halte die Position. Mach den Soban bitte fertig. Geh ja, ich bin unterwegs. Hoshi, du bleibst hier hinten, wenn du drauf gehst. Ja, ich war schon weg. Passt schon. Oh, wer schießt denn da hinten noch von uns? Da ist Bravo-Trupp, Meldung. Ja, wir haben einen vereinzelten Beschuss. Wir finden noch keinen Kontakt. Den machen wir dann aber weg. Bravo-Trupp hat vereinzelten Beschuss im Westen. Alle Trupps. Welcher Trupp ist denn da hinten Gefecht am Schießen? Das ist Bravo-Trupp. Da hat gar keine Kommunikation. Sekunde. Welcher Trupp seid ihr? Der Saal, Funkkanal 50, jetzt. Ja, so verstanden. Und bei Calimero melden. Okay, kannst du eine Person mir entbehren? Wir brauchen mehr Leute. Gut, Ratzwatz, einmal Motor aus, absitzen und hier bitte helfen, die Leute zusammen zu flicken. Ja. Ich weiß, hinten sind alle down. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es sind zwei oder drei Trupps down. Pass auf Minen auf. Leon von der Saal auf 50 kommt. Roger, der ja. Saal auf Truppfunk. Bestätigt. Damit der Mann hier, Gary, wer liegt am längsten oder wer braucht was? Pio. Wir haben gerade Bernhard noch mit Calimero mitgeschickt. Roger. Bernhard, rechts hinter mir liegt einer. Kannst du Bernhard mit dem Durchschießer rübergehen soll, auf die andere Seite der Straße Bernhard ist hier und den Kleinen helfen soll? Hier ist schon hier. Der ist doch gerade mit dir mitgekommen. Ich hab hier mal noch einen. Mach tief zu. Mach den erst. Ich kümmere mich drum, Vipers. Gut, da drüben sind Sunny, hast du Blut? Verletzte, also. Wir brauchen unbedingt Blut. Jawohl. Leute, gell? Sekunde, ich muss den anderen Sunny erstmal aufwecken. Hier, Leon, Vorsicht. Ey, ich muss ihn aufwecken. Ja, passt schon. Ich habe eine Sanitätskiste euch mitgebracht. Sehr gut, sehr gut. Das ist genau, was wir brauchen. Die von Bravo heißt ja extra umgeladen worden ins erste Auto, das explodiert ist. Vipers, mach mal bitte Heil Weber hin. Okay, ich versuche ihn mal aufzuwecken. Da hier vorne braucht nur Blut, dann ist er wieder fit. Ist zerstört worden. Jawohl. Also okay, eins an die ist wieder, steht wieder, Soban steht. Ja, Leon, da hier braucht ein bisschen Blut und ein EP, jawohl, ist er fit. Jawohl, super. Los geht's. Drüben liegen noch zwei auf, die brauchen Hochhilfe. Wo ist drüben? Hier über der Straße rüber. Ja, ich geh rüber. Gehst du rüber, gut, dann bleib ich da. Vorsicht. Dann geht's für euch, Lux, die hat den Grund, warum wir sie mit. Mal bei einem HLW, gell? Vergesst nicht, Jungs HLW machen, gell? Abwechselnd. Ja. Hat jemand bei Pio in letzter Zeit eine HLW gemacht? Nee. Mach mal. Dann mach. Ich mach jetzt einfach mal 2 Minuten HLW. Ich hab die zwei Leute, die, wo ich in der Mitte stehe, die mache ich, gell? Also das ist Gary und der andere rechts von mir. Habt ihr den Soban wieder wach bekommen? Er ist wieder eingeschlafen. Sekunde. Habe ich gerade halb weg gemacht. Gut. Den Soban bitte wach kriegen, der ist wichtig. Ja, Sonne, er war gerade wach. Sekunde. Alle Truppführer, mir mal bitte durchgeben, wer eure Sanitäter sind im Trupp. Leo ist bei Bravo. Leon Portier ist schon bei euch. Ja, der Saal hat das Kommando übernommen. Von Bravo. Von mir. Delta Sunny ist Soban.
Okay, ich habe sogar noch mehr Blut reingehauen. Das reicht nicht. Dorsal, Status? Ja, wir haben versuchen, den einzelnen Schützen zu finden. Hier ist gut. Dorsal steht im Eingang und speichelt sich im ersten Stock, also sie sitzen, die sichern. Müsst die Leute wach machen, ey, wir brauchen die alle. Okay. Dorsal, ich nehme mich von den. Schau, dass du Soban hochkriegst. Ich habe mal jetzt ein paar Bananen. Ich habe schon ein komplettes Kreislaufsystem ausgetauscht. Ich brauche mal hier bei Beedle eine halbe. Alle Truppführer mal an die an alle weitergeben im Trupp, wie es durchgeführt werden müssen. So. Der Schluck hat den Scheiß geführt, da kann er ein bisschen warten. Ich bin wach. Soban ist wach. Der hat mir so ein großes Plus. Ist Soban komplett? Ist Soban komplett ja, Soban steht. Leon, du gehst rüber, yalla. Nimm dir Zeug mit und geh rüber. Wo rüber? Himmelsrichtung. Über zu den anderen Leuten. Ja, da war das Schwierige. Auf der anderen Straßenseite. Osten, in der Basis, Osten. Alles klar, alles klar. Mach dir Fehler mal, Fehler, Jungs. Kurze Fix nochmal. Ja, die haben dich gerade verbunden und dabei bist du hochgekippt. Saban, Saban, komm her, mach einen Pio-Fit. Komm her, vergiss ihn, der ist tot. Nimm Pio. Okay, wer braucht Verbindung? Der ist hinüber, vergiss den. Okay. Kein Puls, kein Nix. Triagekarte. Kümmere mich mal um Paunister. Wer steht hier vor mir? Pauni, mach den mal flott. Der braucht nur ein EP, dann ist er wieder da. Der braucht viel mehr als ein EP. Jungs. Pio wach kriegen, bitte. Oberkommando hat das Sagen, also jetzt muss als erster wach werden. Ich bin nur am Verbinden, ich mach nichts anderes. Drunken, wie sieht's denn bei euch aus? Du kommst auf den Brustkorb und machst HLW, bitte. Drunken ist gerade gestorben. Dorsal, wie sieht's denn bei euch aus? Wir sitzen zu zweit hier auf der nördlichsten Straße und versuchen hier Einzelkontakte wegzunehmen, wenn's geht. Könnt ihr bitte zu uns kommen und uns sichern? Lass sie sichern. Also verstanden, dann suchen wir euch mal. Dorsal, bleib da, wo du bist, du sicherst uns da. Bernhard? Ja, ich widerrufe deinen Befehl. Warum? Weil es scheiße ist, was du sagst. Du warst nicht am Eck, du weißt nicht, was sie sichern. Wenn der einer ums Eck kommt, dann steht er bei uns. Die sichern die ganze Straße, ganzen Westen. Ungehorsam, okay. Bernhard. Dann sag ich mir, weiß, was sie sichern. Er weiß gar nichts, Jungs. Passt mal auf, Bernhard, wer sichert denn bitte den Süden? Hä? Niemand, aber alle am Flicken sind. Also sag mir nicht, sie sichern uns komplett. Ey, lass ihn mal los, bitte. Hier. Gib mal bitte dem. Danke. Danke. An alle. Danke, Bio. Wer nicht in der Sicherung ist, schnappt sich den. Jetzt und kein Sunny ist, schnappt sich den nächsten und gibt CPR. Wär's mal mit der Wagenburg, Pio? Mach mal schon lang. Er ist wieder da. Ja, nicht gerade. Wann ist das? Ach. Wir sitzen 1000 Leute auf. Und ist alles klar? Ja, ich weiß. Ich kümmere mich jetzt um Gary. Pio? Jo. Da hat er mich angefunkt. Und ist da? Alles gut? Der ist gestorben. Ich brauche mal Blut. Noch Morphium. Alles klar, was mit Drunken? Gebe ich mir gerade. Der hat anscheinend gleich disconnected. Okay. Jetzt ist alles wieder so. Der ist auch gestorben. Nächster. Ganz einfach. Auf der 5-0, ja? Auf der 120. Ich gebe eine Transfusion hier. Auf der unserem kleinen Funk. Dann sagt Tata, er soll sich jetzt, er soll noch warten. Auf weiteres? Ja, First Panic braucht Blut. Pumpt immer das Blut rein. Gut, okay, gebe ich zurück. Ich kümmere mich gleich um den. User joined your channel. Wo ist First Panic? Tata, kannst du mich an? Ja, bitte wiederholen. Ah, ich sehe ihn nicht. Ich kümmere mich wieder um Gary. Du sollst dich kurz bereit halten. Sehr schön. Wir warten noch, ob übernimmst noch mehr du Kommando wieder? Dann wird ein Rücktransport es wird sich hier gerade drum gekümmert. Hier sind ja meine beiden Truppführer noch. Deswegen zu viel Blut zu geben. Ihr habt zu viel Blut gegeben. Dann platzen die, sind tot. Richtig. Er braucht noch mehr. Bio übernimmt wieder Kommando. Er kommt jetzt wieder auf den Server und wir warten hier und warten auf weitere Befehle. Tata Ende. Entspannt sich heute, ne? Gib ihm mal ein bisschen Morphium, bitte. Gib gerne ein bisschen Morphium. Rumgemeckert ist der Wahnsinn hier. Bernhard, Hoshi? Ja? Ja. Ihr beiden, nehmt mal diese Häuserecke da vorne, meine Blickrichtung, und sichert mal gen Nord. Okay, dann checken wir mal. Bitte liegen bleiben. Bin hinten dran, Bernhard. Pio?
Dann Keks, ich weck Harry auf. Alles klar. Ich froh, dass Pio da ist. Erwache! Mach den First Panic noch, solange er lebt. Und bleib unten, ich sicher so deine... Ja, ich weiß. Oh. Ah, fuck, jetzt steht Ups. Ah, das gibt's doch nicht! Wer hat was geklickt? Wir sind gerade drin. Ignoriert den! Ignoriert den! Ja, nur regt die diese Mach ich sowieso. Alter, wird mal ein Mann. Granate! Granate! Es steht... Alter, was soll denn das? Was war das denn? Jetzt mal ganz ehrlich, so langsam platzt mir hier der Hals. Was soll denn die Scheiße? Wir sind noch mehr da und wir brauchen wieder einen Sanitäter. Wer lebt noch? Hat noch jemand? Dani lebt noch. Ich brauche unbedingt mal Verbandspäckchen. Ah, oh, ist dann explodiert. Sekunde, wer ist jetzt umgefallen? Welcher Vollhorst war das? Atze. Wer braucht... So, sofort hier verbinden. Zwei, drei Mann wieder aus den Sicherungen abziehen und verbinden. Halt still. Vipers, verbinden gehen. Ich muss mich grad wenn du fertig bist, wenn du fertig bist. Geh dich erstmal heim. Pony! Ich bin okay, die sind okay. Okay, dann tu ich mich mal schnell verbinden. Okay. Atze, ich mach deinen Kopf. Wo soll ich was dann verbinden? Da ich gelegen bin, war es los. Ich mach den Torso. Okay, ich übernehme das Bein. Keiner, wa? Direkt vor mir einer, kann man den wach machen, der müsste verbunden sein. Der ist tot, das ist Beetlejuice. Scheiße, der ist doch gerade erst umgefallen. Okay, ich wecke jetzt Gary auf. Ja, jetzt machst du den Rest. Okay, Jolmon, du bleibst in der Sicherung. Ich hab mit deiner zu viel gerecht. Ja. Beckels, bleibst auch in der Sicherung. Ja, Dorsal, ja. Nee, dennoch da wieder Sandmatt auffüllen im Notfall. Die hat's ja ordentlich gekracht. Vor allem, ich verstehe nicht, was ist denn da vorne an dem Haus explodiert, wo dann wirklich alle rum waren. Ja, die wahrscheinlich. Da, wo der Jeep ausgebrannt ist, da? Hier vorne ist noch das linke Bein verletzt bei dem hier. Ich glaube, der ist tot. Verbandspäckchen. Ich schenke es mal. Bernhard? Der Gary ist ohne. Versucht mal unsere Decke ja, ist, zu erweitern. Er ist zu Beetlejuice ist tot. Vorne. Sorry, Bernhard ist okay, da. Dass wir ein bisschen Platz hier in der VSS kriegen. Achtet auf Minen. So, Galahad ist wieder fit. Wo soll ich hinkommen? Hier zu Gary. Atze, du gehst Gary. Gleich mit denen mit. Ich nehme ihre Doc-Tags. Leon, kannst du mal den Gary bitte hier wach machen? Ist Gary wieder umgefallen? Ja, ich schau mal, was ihm fehlt. Okay, er braucht noch ein bisschen Morphium. Ich kann ihm eins geben. Ich mach das schon. Okay. Nicht, dass wir ihm die Überdosis reinhaben. Bypass, warst du derjenige, der Kontakt hatte zu denen? Warum kümmert sich jetzt niemand mehr um die Verwundeten? Ich kümmere mich gerade um die Verwundeten, Mann. Ach, sind sie tot oder nicht? Wieso, ich kann sie doch noch verbinden. Ja, das konnte ich ja auch, aber es hieß, sie sind tot. Ja, das haben die auch versucht. Hey, Jungs, Männer, verbind doch einfach erstmal. Er hat immer noch Schmerzen. Ich hab ja nichts. Ich hab nichts mehr zum Verbinden. Das eine ist Beetlejuice, der ist umgekippt. Schau doch. So, wer kein Verbandzeug hat, so, hier ist eine Kiste, nehmen. Da ist nichts drin. Immer noch Schmerzen. Da ist nichts drin, sag das doch. Wir haben auf den Fahrzeugen tonnenweise Kisten. Nein, auch in den Fahrzeugen ist nichts drin. Achso, Kisten vielleicht, ja. Okay. Das hier ist Beetle, der ich ist groß. Ein bisschen Blut. Was haben wir denn in der Basis eingeladen? Ja, in unser Auto, was da gerade in Luft geflogen ist, haben wir auf jeden Fall. Das hier ist Panic, der ist auch tot. Ich hab einen. Brauchen wir doch eine Sanitätskiste, oder was ist das Problem? Also ist hier mit Gary, ja. Macht mal jemand Gary hier wach. Ja, er braucht noch ein bisschen Schmerzmittel und Blut. Ich hab eine. Pio hat es gefragt, wegen Kontakt. Sobern, die hier sind hinüber, da muss nichts reparieren, die sind kaputt. Hab ich noch. Ja. Ich wecke jetzt Gary auf. Wie viele sind sie? Die sind jetzt zu viert. Ah, hi. Jetzt gut, zu fünf, dann. Der Gary ist gerade gestorben. Was zur? Und wo war der Gary? Der lag auf der Straße oder was? Ja, nee, da liegt hier. Geh mal in eine stille Ecke oder so, stell dich mal auf Flüstern, versuch mal Tartan. Der ist draufgegangen. Ob wir da eine Ausnahme Wieso? Machen. Darf ich auch durch die... Ich glaube, die Kiste ist komisch auf ihm gelegen. Na, für okay. Ey, hier liegt C4 im Boden, was ist das? Ja, das habe ich im Stress versehentlich fallen gelassen. Es dürfte aber nicht scharf sein. Kannst du es einsammeln? Ich kann es nicht, ich... Keine Ahnung. Nein, ich würde aufpassen, kann scharf sein. So, Keks? Es ist aus meiner Tasche gefallen, es ist nicht scharf. Alles gut. Ich muss gerade mal gucken, ob wir vollzeitig sind. Wahrscheinlich eher nicht. Gut, dann Meldung auf der 5-0 an mich, wer fehlt und wie viele du hast. Hast du den nicht wieder. Oshi, kannst du mich hören? Nee, die Position? Nicht oben drauf.
Ist ja rein zufällig ein Sani in der Nähe? Ich brauche eine Bluttransfusion kurz. Oh, verstanden. Jolmon. Jolmon, hörst du mich? Hier drüben. Ach, da, okay. Ratzfatz. Ich bin hier auf der Straße, direkt an den Leichen. Wunderbar. Kali, lass sie erstmal hier liegen. Soban ist auch hier. Erstmal da. Hat's gekostet. Positionieren. Delta hier, wir haben einen Verlust, Drunken Officers in der Base, der Rest ist hier vorne, 5 Mann. Gut, Keks. Du übernimmst die komplette Sicherung der Position. Ich will 2 Mann in die Richtung und die 3 Mann da vorne an der Position ablösen. Jo, Vorschlag, die du ablöst, nehmen die Fahrzeuge und bauen uns hier ein bisschen Deckung auf. Das werden die Truppen hier unten hinten in der VSS machen. Du 3 Mann vorne, wo seid ihr? 2 Mann in diese Richtung. Oh, verstanden. Ratzfatz und Jolmon, ja, sichert mal bitte den Westen. Soban, ja. Hoshi und ich, wir gehen in den Osten und rüber. Und ihr parkt diese Fahrzeuge auf dieser Position in einer ordentlichen Wagenburg. Ich warte so lange hier. Ich suche einen Tatar. Wo ist der denn hin? Tatar ist wieder in der Basis. Der Satan. Calimero. Der, ja? Typ auf dem Dach, der die wir sollen die Fahrzeuge in einer Fahrzeugburg parken. Ich auch. In einer Fahrzeugburg, ne? Ja, so ein. Ja, einfach das hier. Wohin? Hier? Diese drei Freifläche. Hier drei auf dieser Freifläche. Ja. Leon von Dosa. Lass uns mal als erstes hier kurz den kaputten. Na, sag ich, bin hier. Neben dir. Du bist immer noch zurzeit unser Stealth und ich bin immer noch auf 50. Okay, dann geh jetzt wieder auf Frequenz von B, das war 110. Jawohl. Dann übernehme ich jetzt wieder, weil die hatten echt ein paar Medics nötig. Okay, leicht hinter mir, 6 Uhr, 7 Uhr liegt der Spreckels, sichert die Straße quer und ich habe nach vorne unsere alte Gasse. Aber der Spreckels ist beim anderen Trupp. Nee, der liegt hinter mir. Schau mal, da zwischen den beiden Häusern. Meine 7 Uhr. Deine 7 Uhr. Nächste. Ah, da ist er, ja, ich sehe ihn. Ist da was bekannt drüber, was hinter uns da für eine Rauchschwarte hochzieht? Ja, das ist ein Autounfall gewesen. Falls der mich gehört hat da drüben, der hat nämlich bloß auf laut, glaube ich. Ja, er will nochmal fragen. Hast du das abgeschickt? Sag mal, Sani, wieso rennst du eigentlich mit einer Panzerfaust rum? Ich habe eine Panzerfaust. Ja, die du vorher nicht abgelegt hast. Das Ding ist sowieso leck, lass es einfach mal fallen. Ja, ist natürlich auch nicht so eine ganz clevere Lösung. Pack das ruhig in irgendein Auto rein. Ich glaube, die haben dich nicht. Die sind ja alle leer. Nein, ich lass mal die Panzer fast verschwinden. Ja, aber ist ein paar weiter weg von. Wie sieht's denn aus hier? Können wir jetzt mal einen rauchen nebenbei hier? Theoretisch ja. Scheiß drauf, wenn die schießen. Ist egal. Ich kann ja übernehmen. Aber du kannst gerne rauchen gehen. Wenn du jetzt, aber jetzt musst du rauchen. Ja, ich meine natürlich schon, ob das jetzt den Feind stören würde oder sowas, wegen dem Qualm vielleicht und so. Nachdem was gerade überall hochgegangen ist, fällt es wahrscheinlich keinem mehr. Nee, zack, bin ich nicht. Mit dem Marlboro. Lecky Schmecky. Okay, alle, die nicht zum Trupp. Die nicht zum Bravo. Trupp Bravo gehören. Einmal sammeln bei den Sandkisten. Bitte bestätigen, dass wir die Deckung hier aufgeben sollen. Okay, ich frage mal kurz. Noch bei uns sein eigentlich. Delta auch? Ja. Ja, ich check mal kurz, wo er ist. Ja, positiv. Einmal jetzt ganz fix alle, kommt mal alle ran hier. Bernhard, falls du mich hören kannst, du kannst zurückkommen zu unserer Position. So, wo ist Keks? Keks. Alles klar. Du nimmst deinen gesamten Trupp jetzt sofort. Na?
Na, wo ist der Kamerad? Ah, sehr gut. Da bist du ja, Bernhard. Oh, ich dachte schon, er ist auch tot. Nee, der lebt noch. Du weißt, der Unkraut vergeht nicht. Bernhard, du redest, aber ich höre dich nicht. Ich mache das Ganze zweimal in der Woche. Ich weiß so langsam, was ich mache. Ach gut. Okay, wir haben einen erfahrenen Mann im Trupp. Sehr schön, das gefällt mir. Schnappt euch die Straße da vorne und platziert euch schon mal da. Hier vorne? Und bist du da auf der Gruppenführer oder eher jo, da einfach in Richtung beides. Pointman als MG und teils im stellvertretender Gruppenführer. So, oder nice. Als Gruppenführer wenn es sein muss. Und haben die da auch so einen schönen Kettenhörer, den man braucht? Delta in Position. Nee. Ah, da vorne. Ja, Alpha verstanden. Gut, damit ist er sicher. Weißt du genau, wo ich? Schleicher, Gellerett. Ich weiß nicht, wo der Herr ist. Ihr beiden. Nehmt euch mal da hinten diese Steinmauer. Komm nicht, man. Ich glaub, der Mann links von uns hier, bitte. Vertraut mal. Wir sind da jetzt mit 3 MGs. Aber warte mal ab, der Lehrer hat glaube ich gerade keinen Plan irgendwie, was wir jetzt als nächstes tun sollen. Oder ja, die Position Befehle? Halten zum Beispiel. Bitte? Ja, Position halten ja. Und auf Befehle warten. Naja, weil es sammelt sich gerade hier an Leuten und so. Ja, sind hier gerade alle ziemlich geknallt. Ja, einen brauchen wir noch, dann haben wir alle 4. Na gut, wenn jede Ecke wie sicher ist, ja, kann ich auch nicht scheiße. Genau. Naja, wenn du drin stehst, sieht das anders aus. Da sollen insgesamt 22 Leute drin Platz finden im Notfall. Das einzige ist der Fahrzeug von Bravo. Hey, bau mir eine Wagenburg. Steht halt hinten beschädigt. Stimmt, ich sehe es. Aber den kriegen wir auch nicht mehr vom Fleck. Ich weiß ja. Aber wenn es ist die Sahnekiste mit hochgegangen. Okay. Die haben wir bitte gebraucht. Leon? War ja, hier. Fahrzeug. Alles klar. Magst du einmal die 3 Jungs bitte auf eins der Fahrzeuge laden? Okay. Speckles, hilfst du ihm? Der ist gerade am Schiffen. Ist grad nicht da. Alles ja, klar, dann einmal alleine weitermachen. Ah, Dorsal, hast du gerade? Ja, oh, die Sicherung da steht, alles klar. Leute. Gut, dann hilf mal Leon da beim Verladen von den Jungs. Nimm die Dorfkeks mit, Dorsal, da müssen wir, wer draufgegangen ist. Boah, ich komm nicht mehr ran. Ich hab schon teilweise von denen die Dorfkeks genommen. Panik. Unglaublich. Das Fahrzeug hinter dir, das halt. Da lässt es rein. Warum ist denn hier schon wieder ein Unfall? Weil Autos. Kali, hör auf, die Fahrzeuge irgendwo gegen zu rempeln. Okay, stopp, das alles dürfte nah genug sein. Juppe lädt ein. Ach, kommt Landung. Genau 36. Hier liegt noch ein G36, das können wir noch nicht liegen lassen. Verlass ins Auto rein. Auftrag. Die Waffe, da den Sprengstoff. Nicht fahren, Waffe, nicht einfach rumfahren. Mal sammeln und auch Fahrzeuge aufladen. Soll ich die Dinger gerade in die Kiste legen? Nicht in die Sandkiste, leg sie einfach direkt auf die Fahrzeuge hier vorne. Okay. In der Kiste ist noch was drin. Komm ich nicht ran. Ein Wiesel auch nicht mit dem. Das ist ein Sprengstoffteil, wo ich versehentlich fallen gelassen habe, aber ich weiß nicht, wie ich es aufheben kann. Mausrad. Da kann ich bloß einen Timer aussetzen und da steht Touch auf und ich denke, das wird die Bombe zum Explodieren bringen. Ja, das solltest du nicht tun. Okay. Nee, das wäre jetzt hier echt scheiße. Ich mach das nicht, ich bleib fern von dem Teil und halt die Finger vom Mausrad weg. Gut.
dann Leon, die Sandkisten in die Wagenburg bringen. Diese Sandkiste dürfte leer sein und die andere haben wir schon verladen. Da ist noch Blut drin. Ich nehme sie mit. Somit entweder das Blut an den Mann. Keks für Trank auf der 50. Ja. Tja, Achtung, Kiste. Ja, wir rücken jetzt wieder zu euch vor. Verstanden, wir sichern gerade die Straße Richtung Nord, Richtung rotes Gebiet. Also Leons haben alle Fahrzeuge abfahren, so habt ihr einen Frequenzwechsel gemacht? Auf der 130 habe ich euch nicht erreicht. Negativ, wir sind immer noch 130. Rein damit. Also extrem Chaos bei uns. Ja, ich weiß auch nicht, ich krieg keine Meldung, ich krieg gar nichts. Ja, Beetle hat irgendwie einen ganz schlechten Start. Wir haben nicht mal eine Reihenfolge im Team. Ja, Kommunikation passt gar nicht. Habt ihr ich krieg keine Infos. Ich krieg null Infos. Okay, das alles. Ohne Infos, ich hab einen kompletten Konvoi absitzen lassen, wegen einem rammdösigen Schützen. Ich meine, du kannst halt. Jetzt checken wir einfach, Ich kann es nicht sagen, der soll sowas machen. Ja, wir haben ja schon einen vorsichtig auf ihn eingewirkt. Ja, ich weiß. Halt so. Aber bei der Kacke, die jetzt gerade passiert ist. Keks, einmal zu mir. Wir setzen uns mal hinter die Wagenburg. Der war der Hammer, ne? Charlie, guck, nur du. Fahrzeugen, die wir gerade gebracht haben. Da sind zwei Sandkisten drin. Ich sag mal, die Strafe auf den Keks gefolgt, ne? Reinfahren und dann mit einer Explosion. Alle Mann verletzt. Völlig krass. Ja, ich hab, ich hab nur mitgekriegt, ein Jeep hält neben mir an, dann höre ich tschu, und dann waren wir alle tot. Dann dreh dich mal um, das ganze Haus ist explodiert. Wer hat denn da hingeschickt, den Jeep? Das waren uns, also wir hatten von Bravo den Befehl vorzurücken auf eure Höhe und genau dort, wo der jetzt steht, im Grunde eine Straßensperre aufzubauen. Allerdings ist der Wagen ziemlich, ich sag mal, mutig dahin gefahren. Ja, also, ja, ein bisschen direkt. Ja. Bisschen flott. Ich habe noch im Funk halt oder so gehört. Ja, das habe ich auch noch gehört und dann ist alles in die Luft gegangen. Und dann war es zu spät. Und wir sind nur deshalb nicht mit drauf gegangen, weil er wiederum, der Fahrer, ich weiß gar nicht, wer es gefahren hatte, beim Losfahren vorhin uns so hart gerammt hat, dass unser komplettes Auto kaputt gegangen ist und wir alle vier im Auto verletzt waren. Ja, keine Räder mehr. Hinterherfahren. Sonst wären wir praktisch 10 Meter hinter ihm gewesen. Er sagt, er wäre ganz normal gefahren, hätte Befehl gekriegt, Deckung zu nehmen an der Straße und alles unter Feuer nehmen. Hätten das da jetzt da schon hingelegt? Da habe ich gesagt, ja gut. Das ist mir aus der Tasche gefallen. Bleib weg davon. Genug Mauern, dann macht man das Teil gedeckt. Naja, sagen wir mal so, die Position, wo das kaputte Fahrzeug jetzt gerade steht, war im Grunde schon die, die befohlen war. Weil da wart ihr jetzt gerade so auf den an der Hausecke vorne schon und wir sollten halt praktisch so auf eurer Höhe auf der Straße was aufbauen. Ne? Aber naja. Das kann er ja nicht wissen, das müssen wir schon sehen. Hast du Beetlejuice irgendwo rumstehen sehen? Nö. Hab ihn aber nicht gesucht. Wo ist ein Panic? Hast du mal gefunkt? Beetle ist gerade bei Pio, der kriegt eine Anweisung. Okay, danke, Dasal. Entschuldigung, danke. Nee, kein Ding. Und die Sunnies sollen aufhören, die sollen auch gucken, wie viel Blut. Nicht einfach rein. Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum ihr alle hier gestorben seid. Vor allem muss das Blut auch erst durchlaufen, das ist nicht instant drin. Genau. Die tun das Blut rein, und dann ist das zu viel und dann stirbt. Bei mir war es gerade voll verwirrend. Erst konnte ich euch auf einmal alle hören, dann wieder nicht und dann bin ich tot umgefallen. Du bist wieder ohnmächtig geworden, soweit ich es kapiert habe. Ja, da braucht das Käfer manchmal ein Sekündchen. Und das passiert auch. Es haben zwischendrin, habe ich 5 Leute lebendig. Also, Calimero, bist du auf Whisper? Du bist unglaublich leise. Ja, Calimero ist jetzt auf Whisper. Die ganze Zeit war auf laut und es ist extrem auf leise. Besser? Nee. Drück mal Steuerung. Besser. Jetzt ist es besser. Ja. Du musst wissen, Einstellungen sind nur die Reichweite deiner Lautstärke. Also du bist nicht lauter, sondern man hört dich weiter. Ne? Also, okay. Okay, dann ist das Mikro das gewesen. Was ich sagen wollte, ist, wir hatten hier, glaube ich, 3 Leute. First Panic, was das da kommt. Und hinten hatten wir noch einen halben Trupp und hier vorne rechts. Und ich finde, dafür haben eigentlich recht viele Leute überlebt. Weil zwischendrin du bist richtig leise. Hast du mal nie wieder gemacht. Hast du auf leise gespielt? Mit welchen? Flüsterst du gerade mit einer Ameise? Wer ist denn alles eigentlich Asani? Der Galahad? Leon Fortier zum Beispiel. Der Leon? Hier.
Leon, ihr müsst echt, wenn ihr Tote habt, immer erst Blut geben, warten, dann Diagnose. Wenn da immer noch steht, der Blut, dann erst wieder nicht Blut, 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 dann gucken mal, Blut, 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 mal gucken, dann sterben die Leute. Dann gibt ihr zu viel Blut. Du musst erstmal die Wunden versorgen, dann gibst du ihm Morphium und dann fängst du an, ihm Blut zu geben. Und nach jedem Päckchen Blut immer wieder Diagnose machen, bis da nicht mehr steht. Er braucht kein Blut mehr, oder Blut ist genug da, oder was weiß ich. Aber das braucht er auch, um den Körper einzufließen. Ja, du siehst es rechts, es steht rechts drin, ja, wie lange es dauert, bis das durchgelaufen ist, das Blut, ne? Echt? Ja, nur, da gibt's eine Anzeige für. Also hast du das richtige Menü, oder machst du das nur über dieses Interaktionsding? Ich hatte es über das Interaktionsding gemacht. Gibt's da ein Menü? Ja, machst du über das richtige Menü, da kriegst du deutlich mehr Informationen. Da siehst du, wie viele durchgelaufen sind und wie viele noch kommen. Ich schau mal, wie ich das aufkriege. Kann ich mal kurz fragen, ob ihr mich jetzt verstehen könnt? Ja. Besser? Dorsa, kannst du mir kurz mal sagen? User joined your channel. Wie bitte? Nochmal, was soll ich dir sagen? Kannst du mir mal sagen, weil Bernhard war sehr streng über meinen Befehl, dass ihr zurückkommen sollt und das Tier sichern sollt, beschwert hat, ob das wirklich so doof war? Weil da mache ich es dir nichts anderes, weißt du? Keine Ahnung, also wir waren ja praktisch ohne Gruppenführer und den hatte die Leon übernommen und der wiederum als Sunny war natürlich sinnvollerweise hier bei euch zu. Und ich hab's ja dann dir gegeben und du hast dir einfach die Position halten sollen. Na genau, und dann bist du bei uns aufgetaucht und hast halt noch einen mitgenommen, haben halt Bernhard mitgegeben, weil wir beide eine gute Position hatten, der Spreckels und ich. Insofern. Ja, die Sache war, ich hab dir und Spreckels irgendwann befohlen, hierher zu kommen zu der verletzten Stelle, um uns hier in den Süden und so zu sichern. Gut, aber da sind wir einfach wieder 5 Meter weiter weggegangen, weil zu viele Leute auf einem Haufen waren. Ja, das ist ja okay. Darum geht's gar nicht. Nur Bernhard hat direkt gesagt, nein, Befehl zurück. Bleibt dort, wo ihr seid. Hört nicht auf seine Befehle. Jetzt abgesehen vom Tum. War das eher ein schlechter Befehl und ihr hättet dort bleiben sollen? Musst du dich halt durchsetzen. Ja, ich hab mich durchgesetzt. Ich hab gesagt, Klappe halten, wenn ich das sage. Süden ist nicht gedeckt. Aber mir geht's darum, ob Bernd recht hatte, weil da mache ich's demnächst anders. Na, sagen wir so, ich selber hab nicht wahrnehmen können, dass eine der Bewegungen während der Verletzten uns weiter gefährdet hätte, als wir eh schon gefährdet waren. Okay. Nur weil ich hab... War das diplomatisch oder war das gut? Ja, ich hab... Jetzt Politiker werden. Also, nee, nur... Ich hab euch noch nicht auf die Gruppführung übernommen. Komplett. Und deswegen wollte ich einfach nur mal nachfragen. Ob ich denn das hier nicht so. Wie gesagt, also wir haben halt nur versucht, rundherum zu sichern, weil wir gedacht haben, wenn die alle auf einem Haufen stehen, bringt es ja sowieso nichts, ne? Na gut. Und ich weiß jetzt nicht, aus welcher Perspektive Bernhard das beurteilt hat. Wer weiß, was er dort in anderen Positionen besser einsehen konnte, als ich auf anderen Seite. Ja, okay. Die da hinten ziehen aber auch eine ganz schön lange da hinten durch. Da qualmt es ja immer noch. Ja, die müssen da einen Kamass reparieren. Ich meine, das geht zwar, aber das dauert. Wo ist denn Atze und seine... Die ganzen Leute. Atze weiß ich auch nicht, aber Pio ist gerade mit den Gruppenführern. Ah ja, stimmt, Atze, die sind da drüben alle. Der liegt direkt vor dir an der Ecke da, an der Mauer. Wo seid ihr? Deine 12 Uhr, Tata. Okay, ich geh mal rüber. Okay, wer hat mir gerade das Medical-Menü empfohlen? Ah ja, ich wusste. Ah, danke. Es ist auf dem Button H gelegt. Ja. Funktioniert es bloß bei Unbewussten? Nö, das funktioniert immer. Und du kannst über den einen Button auch hin und her schalten zwischen dir selbst und demjenigen, den du gerade anschaust. Also wenn du erstmal jemanden anschaust, dann hast du erstmal sein Menü. Wenn du wegschaust und drückst H, hast du dein eigenes. Also wenn ich jetzt auf dich zugehe und H drücke, dann müsste jetzt eigentlich ein Medical-Menü kommen, oder? Genau. Das musst du... Musst du umschalten oben. Wenn du das richtig oben belegt hast, ja. Umschalten. Das musst du... Du musst es erstmal einstellen in den Ace-Einstellungen. Achso, ja, das genau. Ich habe die Taste auf H gelegt. Ja, mache ich, verstanden. Ja, aber du musst es auch in den Ace-Optionen aktivieren. Wenn du Escape drückst, Ace-Option. Also kann ich dich kurz entführen? Medical? Und, kannst du mir kurz helfen? Oh. Use Medical Menu Enabled musst du machen. Ich hab's gefunden, Mann. Relativ mittig, ja. Oi. Mir vielleicht beim Tragen helfen. Also alle wieder raus. So, oder was dann siehst du immer oben links in der Ecke den Namen von denjenigen, den du untersuchst, wenn du H drückst in dem Menü. Steht oben Speckles in der grünen Leiste. Spazier. Speckles, okay. Ja, und dann hast du halt... Ich muss mal sehen, was das ist.
Genau, das erste ist immer so die Einträge, die Sunnis machen können, aber das ist jetzt beim Basic-Menü nicht so wichtig. Das ist bei Advanced Medic. Dann, wenn du die Brust jetzt zum Beispiel anwählst, kannst du eine Diagnose machen. Also du musst bei der Mitte, bei dem Männchen, musst du den Körperteil auswählen. Ich hab gerade eine Diagnose gemacht. Genau. Du hast kein Blut verloren und du hast keine Schmerzen. Genau, du hast zum Beispiel viel Blut verloren, also du könntest dir zum Beispiel mal ein Blutpack drücken, dann siehst du nämlich auch mal, wie das dann funktioniert und siehst du nämlich, wie dann rechts das Blut durchläuft. Ich denke aber, der Server ist so gesetzt, dass ich mir selbst kein Blutpack reindrücken kann. Sicher? Ja, es geht weder über das Ace-Menü noch über dieses Medical-Menü. Hast du auch noch Blut am Mann? Ja, ich habe viele Blutpacks. Kannst du einfach auf mich zugreifen? Was los? Ja, du musst wahrscheinlich ein anderes Sunny machen, kann gut sein. Ja. Ich kann dir Blut geben, ja. Mhm. Ja, ich bin gut. So, ist okay. Das hier. Wo kenne ich meinen Sunny her? Ich habe mir in der Zwischenzeit schon mal zwei. Charlie, so. Der Wagenburg. Was ist los? Lagestand. Hey, bist du mal. Hey, bist du Sunny? Dorsal, könnt ihr mich hören? Nee. Okay. Dorsal hört. Okay, pack du dir mal den das Leon. Und. Lauft ihr rüber bei der Wagenburg und packt euch mal Blut ein, zumindest der Leon. Ja, das ist so verstanden. Information, wir haben gerade Befehl, seine Kisten auszuladen und in der Mitte zu platzieren. Von wem kommt denn der Befehl? Von Stellführung Calimero. Naja, gibt's nicht mehr. Gruppen werden befehligt, wie gehabt. So, wann? Das ist so verstanden. Keine Gegner mehr, die hier auf dem Rest. Der Rest von Bravo sammelt sich im Westen. So, wann? Du brauchst Blut und ich brauch Blut. Hast du die Funksprüche mitbekommen? Können wir uns gegenseitig mal was transportieren? Okay, gut. Okay, legen wir los. Zurück! Alles klar, dann bleibst du jetzt auch schon mal. Okay, alle hier einmal bitte. Ja? Ich hör dir zu, ja? Oh, nein! Oh mein Gott! Oh, wer? Weg. Runter! Okay, ich geb dir was. Ich hab was piepsen gehört. Deckung! Leon, von Dorsal kommen. Dorsal, ich hör dich, ich hab das Piepsen gehört. Wenn ich so einen weißen Ring hab, muss ich mir da Morphin oder? Leon, bitte nochmal. Ich geb dir Morphin. Oder mach das, okay, fixst du das. Weil einer hat mich mit der Kiste angehackt. Okay. Ja, nee, ich hätte noch. Morphium, go. Check mal deine Gesundheit. Danke. Wenn du okay, du dürftest gut sein. Du hast ein bisschen Blut verloren. Leon, du wirst noch. Wenn nicht nochmal doppelt dämlich war und noch einen Zeitzünder dran gepackt hat. Na, hab ich nicht. Wir brauchen alle drei Blut. Ist keine Gefahr, weitermachen. Ich gebe dir ein kleines Blutpack. Wieso? Ich bin doch Heiler? Ja, aber du hast ein bisschen Blut verloren. Das heißt, du wirst schneller erschöpft und kannst und wackelst mehr beim Zielen. Ah, okay. Ich gebe dir ein kleines Blutpack. Leon, wo bist denn du? Meld dich mal. Was ist hier? Also, wofür Leon, ist hier. Plasma gut? Plasma weiter. Sie tun was und befinden sich wo? Leon, hier, meldet sich. Plasma ist nutzlos. Ja, klar. Okay, gut, danke, das wollte ich wissen. Ich kann ihn nicht auf. Sehr gut. Nur Blut ist für euch wichtig. Mhm. Leon, Sie tun was und befinden sich wo? Leon befindet sich bei den Medic-Kisten und hat gerade Blut und heilt gerade. Okay, 1, 2, 3. Leon. Ich lass das Ding mal zirkulieren, du dürftest gut sein. Leon, Frage. Habe ich noch Blutverlust? Ich check mal. Ich lag relativ lange auf dem Boden. Du hast etwas Blut verloren, ich kann dir ein kleines geben. Ja, gib mir ein kleines, solange wir hier sind. Vorräte kannst du ja direkt auffüllen. Richtig. Das Problem ist, ich brauche selber Blut, denke ich. Ich check mich selber dann nochmal. Kannst du mich checken? Ich habe, glaube ich, keine. Ich habe zwar mal einen Lehrgang gemacht, aber. Zur Aufklärung für Bravo. Du hast eine große Menge Blut verloren. Situation, wie sie passiert ist. Immer noch. Wir hatten eine ganze Menge Munition in unserem Fahrzeug, unter anderem auch Mörser vorne. Ich hab tatsächlich die leichte RPG, die uns getroffen hat, definitiv eine große. Hat eine fette Bombe draus gemacht. Okay. Also, du dürftest gut sein. Gut. Charlie für Alpha, komm. Warte mal hier, bleib mal hier, Leon. Leon, wie schaut's denn aus? Wie lange brauchst du noch?
Ich brauche noch einen anderen Medic für Transfusionen. Kannst du deinen Sunny einmal bitte zu Wagenburg schicken? Leon, der andere Sanitäter, braucht dringend Blut. Ich kann, kann ich die Kisten mit in die Wagenburg? Jupp. Okay. Okay, ja. Okay, verstanden. Ja. Das bin wahrscheinlich ich. Ich habe auf laut. Leon, wie lang noch? Wie war das wieder? Pio, kannst du mich hören? Okay. Hat gerade auf diesem Funkkanal jemand das gemeldet? Steuerung. Leon, wie lange noch? Leon hier, Position bitte. Wir sind im Westen, von der Kreuzung aus gesehen. Roger, komme. Leon von Beetle oder Gruppenführung. Ja, so richtig lassen. Melde mich. Und was hast du jetzt dabei? Wenn es nicht anders geht, dann musst du. Ich habe viele Blut. Ich bin gut aufgestockt, brauche aber selbst eine Bluttransfusion, aber ich kann keinen Arzt finden. Alles klar. Bist du nicht einer, denke ich? Leon? Ja. Hier ist der Sunny. Oh, danke dir, danke dir. Ich komme gleich wieder. Hallo? Habt ihr den Pio gesehen? Da ist er. Ich brauche eine Bluttransfusion, bitte. Was ist los? Ja, du hast am Funkgerät, oder? Okay. Ja. Nee, ich habe dich nur gesucht. Damit. Und wie ich sehe, brauchst du auch eine. Ich würde mal sagen, wir tauschen. Der Leon. 500 oder ja. 350. Gib dir auch 500. Für Alpha kommen. Ja, bravo. Hört. Okay, Jungs, kleine Funkgeschichte. Wenn ich sage Bravo Charlie Delta, meldet erst Bravo, dann Charlie, dann Delta, dann funkt nicht alle gleichzeitig. Frage Status in der Reihenfolge. Komm. Sollen wir jetzt hier in Achtung gehen? Auf oder? Status ja. Von Bravo in Kürze. Gut so. Bereit, circa eine Minute. Okay, wird's besser? Ich bin gleich fertig. Nobody knows. Okay, ich check dich jetzt mal. Jetzt hast du noch etwas Blut verloren. Ja, Alpha Rest für Delta. Jetzt hast du noch etwas Blut verloren. Der Rest wird zirkulieren. Es geht die Sonne unter. Okay. Ich check jetzt nochmal. Ich gebe dir noch das kleinste Päckchen. 150. Ja, verstanden. Die haufenweise Übungen vorher und 150 und so weiter. Auswendig bei jeder Situation. Da kommt ein Fahrzeug, was hinter dem an. Da wäre nicht so eine Situation passiert, dass das Schützenfahrzeug. Leon, soll ich die auch noch checken? Dahinter noch ein Fahrzeug. Check mich mal. Dann anfängt, links ich halt still. Sich hinter einem Fahrzeug hinter einer Häuserwand zu verstecken, obwohl es kugelsicher ist. Auf der Straße stehen zu bleiben, war jetzt vielleicht nicht die cleverste taktische Entscheidung. Normalerweise werden die Fahrzeuge quergestellt, in die Stellung gehalten. Sind deine Hände noch? Nee, um dann eine Schützen... Bitte? Um dann eine Deckung... Sind deine Hände ein bisschen? Die wird schon längst bekämpft von der... Nein. Okay, ich denke, du bist gut. Es sagt noch, du hast etwas Blut verloren, aber ich weiß, dass das Blut ein bisschen braucht, bis es drin ist. Okay. Ja, wie schon gesagt, wir haben nichts gehört, kein bisschen, kein Kratzer am Fahrzeug. Ich check dich nochmal. Aber grün. Die sind, glaube ich, nicht so prickelnd, die Fahrzeuge. Und die Mischung mit der Waffe. So okay, gesehen, du bist gut. Okay. Ja, wie schon gesagt, wir haben nicht mal was gesehen, gespürt oder gehört. So, und jetzt für Bravo. Alle, Achtung an alle in Bravo. Okay, wir sind gut. Sehr gut, danke dir. Der Funkkanal 50 ist ab sofort gesperrt von der Führung, wird aber abgehört, kann nur noch für Notfälle benutzt werden, Fremdfunk wird bestraft. Roger, Beetle Schuss, ich bin bereit. Schickt vielleicht euren jeweiligen Leon Portier ist bereit. Dann rück auf. Oder haltet ihn parat, dass er das machen kann. Und Leon, du bist ein bisschen laut. Hast du Rufen oder normales Sprechen?
Dementsprechend. Normal, ich bin aber ein bisschen laut. Ich will nicht jedes Gebäude kontrollieren. Ja, drück mal erst die RG-Tab, ob du am Schreien oder Wispern bist oder so. Ich bin auf normal. Okay. Soll ich mich leiser drehen? Nee, passt schon. Es geht um die Hörreichweite. Wenn die dich da 10 Kilometer weiterhören, dann ist ein bisschen, dann kann man sich den Funk sparen. Ja, ich hab's so angelegt, ich wechsle das nicht, ich habe eine Makro, wenn ich spreche und das gleichzeitig drücke, dann schreie ich. Ja, solltest du lassen. Ja, ich mach das auch nicht. Ich spare mir das. Aber eine interessante Idee. Bravo an Führung. Vielleicht dann doch mal schnell laut sein und so, ja, ja gut. Ja, ich hab's auf Komma gelegt. Wenn ich Komma und Push-to-Talk drücke, dann bin ich laut. Verstanden. Trennung, Charlie Delta, komm. Haben wir denn Aufgaben, die du uns vielleicht als Ziel nennen kannst, sodass wir wissen, was wir jetzt tun sollen? Lass ihn funken. Wir haben eine ganz schwierige Situation. Da sich Charlie nicht meldet, meldet sich Delta, wir wären soweit. Hier, Charlie, wir sind am Marschbereich. Alles klar, dann jetzt wie geplant in Richtung Nord, entlang der Straße. Bravo, linke Straßenseite, so in den ersten Häuserreihen oder ersten Hinterhöfen. Delta in der Mitte, Straße. Und Charlie auf der rechten Straßenseite in den ersten Hinterhöfen. Ausführen. Hier, Charlie, gibt es die Straße, auf der Straße herrscht Beschuss, gibt uns Möglichkeit, sauber rüberzukommen auf die andere Straßenseite und uns dann Ausgangsplatz zu schaffen. Hier, Bravo, wir decken euch. Okay, Bravo, sammeln wir nach Marsch Richtung West. Und warum läufst du dann nach Osten? Weil er nicht weiß, wo Westen ist. Tschüss, Himmelsrichtung. Marsch Richtung Ost. Jawohl. Beetle an Bravo. Ist nicht durchgekommen. Das war ja nicht im Funk. Beetle an Bravo. War immer noch nicht im Funk. Du bist Bravo. Ah, sorry. Beetle an Bravo. Beetle an Alpha, sorry. Ja. Ja, Alpha hört. Ihr habt Deckung gebraucht zum Überqueren. Ich will das gleiche Zeug haben, was er braucht. Das war Charlie, der auf die andere Seite geht. Können wir uns irgendwo... Ja, wo sind die? Okay, alles klar. Ich weiß ja nicht. Ach. Ja, Charlie, noch auf gleiche Höhe mit den anderen beiden Trupps nach vorne stoßen. Also wir hatten jetzt den Lautsprecher an dem Funkgerät. Ein Kruzifix. Beetle an Charlie kommen. Da drüben sind die. Okay, Schleicher, du gehst voraus, dann kommt Bio. Ja, dann kommt Paunas da. Delta entlang der Straße, rechts und linksseitig. Charlie noch nach rechts ausweichen in die ersten Hinterhöfe. Schleicher, wir gehen weiter auf der Straße Bio. Richtung Norden, rechts, links von der Straße, bitte ein bisschen gestaffelt. Links an der Straße, so der gleich. Hoshi und der Soban, ihr geht ganz hinten, weil jetzt die zwei wichtigsten Personen seid, der Jollmann und Ratzfatz, ihr seid vorne, links und rechts. Jawohl, Ratzfatz ist links. Trank ist hier da. Kranken, du bist die Nummer 3, du bist auf der rechten Seite, jetzt der zweite Mann hinter Jollmann. Erstmal der Blick da rechts. Stopp an der Straßensperre vorne. Bravo für Alpha, weiter in G-Stellung. In die ersten Häuser rein. Feuerstellung aufbauen. MG-Stellung ausgeschaltet. Feuerstellung aufbauen auf 300 Grad. Stehen in der Feuerlinie, oder? Bravo, wo ist mein Team? Links von dir. Deckung. 30 Meter. Ja, guck mal hier, das Haus oben drauf. So, verstanden. Wo ist denn mein Team? Da ist der Bernhard. Bernhard, komm her.
Alles klar. Wo ist der Bravo Team, bitte Position melden. Wir sind offenbar hier alle in einem großen Haufen, ey, sorry, aber ich habe keinen Plan, was ihr da treibt. Alles klar, Bravo, wir sammeln uns links am Stacheldraht. Bravo, links am Stacheldraht. Linke. Medic meldet sich. Okay, Schleicher, Pawn ist da vorauslaufen. Marsch Richtung Nord, wir gehen hier um die Ecke. Okay, die Eigene haben die Sperre überquert. Sind auf der Straße unterwegs. Bravo. Beschuss von vorne aufpassen. Schleicher hat erwischt, Schleicher hat erwischt. Okay, aufpassen. Los, wirken, Jungs. Wir haben einen Mann down. Deckung aufbauen, Nebelwand werfen. Und noch nicht hier hin. Leon, Nebelwand. BKM im Gebäude bekämpft. Richtung okay. West, Straße, Nebelwand, komm. Jawohl. Der war hier im Gebäude, der war hinter euch. Aha, okay. Vorne ist er. Das war nicht auf der Straße. Ich hab Deckung, nehmt den Mann da. Okay. Ich kümmere mich um den Verwundeten. 10 aus der Position. Bravo hat Ausfall. Ich hab Stacheldraht auf unserer Westseite, hier die Straße. Und da ist auch irgendwie ein Wachturm oder sowas. Sieht nicht cool aus. Wo ist ein Spreckel? Müsste irgendwo bei uns sein. Funken. Spreckel und Standard sind links am Häuseck. In Sichtkontakt bleiben, Jungs. Ja, wir haben den Mann im Haus ausgeschaltet. Alles gut. Ja, dann kommt mal hinter die Hauswand, sichert links und rechts. Wie gesagt, da wo der Rauch steht, ja, da habe ich noch Stacheldraht gesehen irgendwie, da ist auch der Wachturm. Gleich hast du mich erwischt, ich brauche ein bisschen für den. Ja, die Mühe. Hier Bravo, wir sind immer noch an Position aufgehalten. Aktuelle Position 100, nee 0, 52. Boah. 0, 52. Wir haben auf 295 Grad, andere Straßenseite, Stacheldraht sowie Fahrzeug, zivil. In so einer Art Pickup oder so. Das habe ich jetzt aber auch schon dreimal gemeldet, das Ding. Irgendwo? Ist der normal da? Was fehlt ihm denn? Kriegst du das hin? Ja, ich krieg ihn hin. Er wird langsam wieder. Bernhard, aufschließen! Oh, Dashcam weggenommen, die ich gerade beim Aufstehen gesehen habe. Wir sind genau auf eurer Höhe. War exakt auf Nordposition in Richtung des nächsten Wachturms. Wunderbar. Jetzt bin ich aber erschrocken. Bernhard ist bei Spreckles, wir sind genau neben der Mauer Richtung. Das ist schwierig. Kommt mal zurück in die Mauer. Ja, es ist zu eng hier drin. Ist schon gut so. Die sind nur zwei, die sind nur neben der Mauer, Beetle. Die sind neben uns. Kriegen wir schon hin. Wir haben eine schlechte Kommunikation irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie. Transfuse, Transfuse oder Transfuse ich mal? Wie gesagt, da hinten ist noch ein Wachturm irgendwie, da ist auch eine Dashcam gewesen auf dem Dach.
haben auf 335 eine Kommunikationsanlage als einen Funkturm. Ich weiß nicht, ob der hier schon in der Stadt gestanden ist oder ob der vom Feindlager ist. Gib mir mal eine Gartenkoordinate. Ja, gehört zur Stadt. Das ist ein alter, ist der Fernsehturm. Das ist der alte Fernsehturm. Bravo, hört. Status, Ausfall wird immer noch behandelt. Er hat ziemlich viel Blut verloren. Warte gut ab, ja, wie vorhin erklärt. Ja, ich warte gut ab. Kann sich noch um 5 Minuten handeln. Keine Sorge, Leon, ich hätte es auch nicht gewusst. Nee, Sanitäter ist dran. Was mit dem Blut? Meinst du gerade mit Dashcam die Cord da oben oder meinst du ernsthaft? Ja, die Cord, genau. Ja, Richtung. Das Ding heißt Cord. Dashcam ist eine Kamera, Mann. Nee. DSHK heißt die Waffe. Das ist eine Duschka. Gut, von mir aus Duschka. Dashkia! Die Amis haben so Dashcam. Damit meinten sie nicht Dashboardcam. Wenn du die schwere MG meinst, Sal, es heißt Dashkia. Ja, ich weiß. Aber das ist ja nicht die Ami-Aussprache. Zum Glück ist ja keiner von uns ein Ami. Ja, zum Glück nicht. Dann hätten wir ja schon unsere Wahl hinter uns. Meint hier wird besser. Können wir wenigstens wählen, wenn wir hier im Einsatz lang sind, oder was? Per Brief wenigstens, oder so? Oh, Beschuss, oder? Ey, Vorsicht, Leute. Kopf unten halten. Linke Seite, Westen. Ja, auf Nordwest. Achso, ey, fummel nicht rum. Du bist gesichert. Kümmere dich um ihn. Jawohl. Neuer Mann an der Distanz. Hab ihn nicht getroffen. Vorsicht, also Cord besetzt. Sag mir, wo er ist. Ja, ist der Richtung Funkturm oder? Richtung Funkturm, nächster Wachturm. Ist keiner drin. Ist down oder der ist wieder ausgestiegen. Ja, ohne Scheiß, entweder ist der wieder ausgestiegen oder jemand hat ihn getroffen. Ich weiß es nicht, aber es ist keiner drin. Hat den jemand von uns weggenommen, Leute? Okay, ich gebe noch eine Transfusion. Hat jemand gesehen, wie er weggenommen wurde? Wer ist im Norden von uns? Na, wo du das gesagt hast, habe ich da... Eigene laufen da quer von uns. Ach. Ich bin schon bei euch, aber wenn ihr schon überkreuzt sichert, dann guckt nicht immer nach rechts und links weiter. Die eigenen sind schon quer gelaufen hier, die sind jetzt vor. Ja, das dürfen sie auch. Wir haben den Befehl hier zu warten, bis unser Kollege wieder fit ist. Ja, das meinte ich auch so ein kleines bisschen allgemein. Bist du bei uns? Und wenn ihr eine Überkreuzsicherung macht, dann solltet nicht beide nach rechts schauen. Das ist auch alles gut, klar. Okay, wird besser. Voll Durst, hat jemand vorhin noch was in seinem Camelback? Hat echt voll nicht mit der Sonne gerechnet. Eigene sind in zweiter Häuserreihe Richtung Norden. Ich wecke ihn jetzt auf. Danke. Meinst du, der ist soweit? Gut. Leica, hörst du mich? Bist du okay? Jo, ich bin wieder da. Alles klar, ich habe die komplett behandelt. Danke. Status ist, Schleicher ist wieder fit. Hat Schleicher ist 100% fit. Ja, geradezu auf dem Balkon ist ein MG-Schütze. Etwa 200 Meter. Aktuell nicht, ich guck mal kurz um die Ecke. Ja, ist nicht besetzt. Alles klar, sich beide nicht besetzt. Oder wo ist die Meldung gewesen jetzt gerade? Ey, mit wem rede ich denn gerade? Wer hat denn jetzt gerade die Meldung gemacht? Schleicher. Ja, nochmal, sag nochmal. Er hat mich erschossen, hier gerade zu. Alles klar, okay, gut, dann haben wir den schon. Ja. Du bist der Mann, der gerade als erstes gestorben war, ne? Ja. Du bist, guck mal, ins Haus rein. Wir bewegen. Bernhard,
Spreckel rückwärts gehen und wieder reinkommen in die Mauer. Wenn er kommt. Dann. Okay, Jungs, macht euch sprungbereit, Schleicher geht voraus, Bonus erfolgt, über die Straße danach, auf der rechten Seite bleiben, vor bis zur Kreuzung. Marsch! Marsch! Bleib uns nach vor dir. An mir vorbei. Stacheldraht. Nach rechts bis zur Kreuzung. Ich hab's nicht wirklich verstanden, ob uns da hin haben will oder die andere Kreuzung war irgendwie auf der rechten Seite. Weiter, Schleicher, schneller. Ich hoffe es nicht mehr. Wir dürfen okay sein. Auf der Innenseite Dorsal sind eigene durch, gell? Ja, hab ich gesehen, rechts von uns. Sie haben die Dokumente gefunden. Hier ist er sicher? Ja. Okay, die Straße lang, oder? Ja, passt auf. Alter Schwede. Gehen wir wieder einen Meter zurück. Dann habe ich aber hier. Okay, Straße quer, Marsch. Oh ne, gehen wir weiter, okay. Ich fahre hier nicht mit Fahrzeugen durch. Könnt ihr mal voll vergessen. Bravo für Bio kommen. Er steht gegenüber. Was ist jetzt hier? Was ist mein Marschbefehl? Wohin soll ich? Die sind da alle verstreut drin. Diese Kreuzung ist sicher. Alles klar. Wir werden so ein bisschen nördlich positionieren, oder? Hast du ein Haus benutzt? Das ist aber okay, Leute. Ohne Fahrzeuge. Okay, Leute. Hier vorne, die Straße wird gesichert. Kalli, wie viele Fahrzeuge? Meinst du die nach Norden oder die reine Kreuzung? Richtung Norden und Bernhard sichert nach hinten, kannst du dich am besten. Vier machen die Wagen. Die Kreuzung wird dicht gemacht. Die Kreuzung wird dicht gemacht. Also Schleicher überqueren. Schleicher überqueren. Du nimmst Deckung beim Fahrzeug. Spreckel bleibt hier in der Kante. Bernhard bleibt auf Position. Leon kommt zu mir. Hier. Bronister geht rüber zum Dings, zum Schleicher. Aufmachen bei Koordinate 035 zu 949, das ist die Abschussstelle, ist beim Park. Kommen. Dazu an alle von Bravo. In Richtung Süd zu Bewegungsfixpunkt ist die aktuelle Kreuzung. Charlie Delta nach Süden bewegen, markant Kreuzung südlich des Compounds. Diese Kreuzung wird durch Bravo gesichert. Dort sammeln alle Kräfte. Wer steht denn hier vor mir? Wer ist denn hier vorne am Zaun? Kalli, lass die Jungs ihre Sicherung machen. Ja, er soll nur seinen Kopf unten lassen, damit ich ihn hier in den Kopf schieße. Du drehst dich einfach 180 Grad um, wenn einer vor dir liegt und sich jetzt in diese Richtung steckt. Kalli. Danke. Jetzt fühle ich mich gleich viel sicherer, Kalli. Hey, der ist vorhin niedergelegt. Mach mal einen Schritt vor, bitte. Dass ich dir nicht vor die Waffe renne. Check mal, ob die Leute okay sind. Du bleibst, wo du bist. Okay, ja. Dorsal? Weißt du, ob es den Fallujah Bunker von Nuts gibt oder sind die gebaut? Nee, so Netzbunker. Hier ist Leon, wo ist denn, wo ist Beetle? Beetle ist genau hinter dir. Im Eck vom Zaun.
Ja. Er macht die Tarnung. Hol mal. Sehr gut. Hol mal dein Weg aus. 173 Grad Ende der Straße. 1 Kilometer. Hier Südwesten und die Kreuzung. Keks? Ja. Wenn du deine Leute hier einfach lose. Ja, gerade ist da nämlich einer lang gelaufen. Ich weiß nicht, ob es Zivilist war oder nicht. Ja, verstanden. Kann natürlich sein. Ich aber ziemlich weit in Ja, das Auto, an dem die hocken. Ja, 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 ich. Hätte ich eh Schiss gehabt, dass in die Luft fliegt. Keks, Keks, Keks. Ja, hier drin. Ich glaube, ratzfatz verliert Verbindung oder so. Also ich kann auch mit dem Sektor nichts erkennen. Ne, ich erkenne auch nichts mehr. War vorhin ist jemand da lang gelaufen. Komm, Leute, wir wollen fix weiter. Lass die Leute jetzt irgendwo erstmal in Sicherung gehen. Alle Trupps sind hier vor Ort. Besprechung innerhalb des Holzzaunes in der Ecke. Schwarz, also okay, bei dir? In der Sicherung sitzen. Schön, das, ne? Ach komm, Leute, ein bisschen Tempo. Wunderbar, einfach mal hier eine Stellung halten, wir machen kurze Besprechung und geht's weiter, okay? Lieber langsam als einfach wieder in eine ID rein. So, Keks ist da. Wo ist Beetle? So, wo ist Fespenik? Keine Bleibt doch aus den Gebäuden raus, wenn ihr es nicht müsst. Wiederholen, komm. Verstanden, dann kurz absitzen lassen, es soll zügig weitergehen, einfach zur Besprechung kommen. Bravo, nicht auf die Sicherung der anderen Teams verlassen, wir haben unsere eigene. Danke! Okay, Jungs, fixe Sache, Kader auf. Ich vermute mal, ihr habt auch genauso wenig Bock wie ich, mit Fahrzeugen zu verlegen, das wird ein langer Marsch. Das wird aber nichts mit Fahrzeugen, kannst du vergessen. Richtig, an jeder Ecke IEDs, Heckenschützen, kein Bock darauf, jedes Mal in so ein Explosionsding. Also, wir machen ein auch, gemütliches. Verlassen. Wir machen einen gemütlichen Marsch. Unsere jetzige Position seht ihr auf Karte? Klar. Ihr seht meinen Finger, ne? Mhm. Das ist unsere Position, okay. Genau an dieser Kreuzung sind wir hier. Verstanden. Wir marschieren jetzt hier die Straße Richtung West, gehen die Hauptstraße entlang gen Nord, ziehen hier hoch und gehen hier auf den Park zu. Alles klar. Verstanden. Wie ist die Marschordnung? So, Marschordnung. Da Delta den Pionier dabei hat, Delta seid ihr der zweite Trupp. Charlie, ihr habt bisher nicht die Spitze gemacht, sondern nur Rückraumsicherung, deswegen übernimmt ihr diesmal die Spitze. Bravo, ihr macht Rückraumsicherung. Hi. Ja? Und ich bin zwischen Delta und Charlie, also Marschreihenfolge. Charlie, Delta, Alpha, Bravo. Mir tut das arme Schwein leid, was jetzt gleich nach Richtung Norden über die Straße läuft. Wieso denn? Bitte nochmal, Entschuldigung. Gut, dann jetzt Abmarsch hier in Richtung West. Auf der Straße, wir laufen allesamt auf der Straße, Abstand zwischen den Trupps circa 50 Meter. Okay? Wir gehen versetzt, ja. Na, geht. Ob ihr links, rechts versetzt auf der Straße geht, ist mir gleich. Okay. Oh, es wird immer truppweise nacheinander verlegt. Und okay. Dann jetzt einfach eure Leute grabbeln und Abmarsch. Gib mir kurz 2 Minuten, um die auch einzuhalten. Machen wir. Jo. Alles klar. So verstanden. Also Bravo. Wir bewegen uns jetzt Richtung Nordwest. Wegpunkte werden von mir angegeben. Wir machen Rückraumsicherung, das heißt, wir machen das Schlusslicht. Die Aufteilung läuft folgendermaßen ab. Bei der Rückraumsicherung befindet sich links der Dorsal und der Bernhard.
Hoch zur Kreuzung. Spreckel und Schleicher befinden sich auf der rechten Seite. Der Rest springt mit mir regelmäßig die Seiten. Hubschrauber im Anflug. Hubschrauber, Hubschrauber. Grobe Richtung Südwest. I8. Hubschrauber 220 Grad. 220 Grad gemeldet. Feind Heli. X Frage, Formation, einfach Kolonne oder? Genau, einfach eine Kolonne. Sprengelposition halten. Wenn die soweit ist, dann setzen wir zusammen den Fußmarsch hier vor Ort. Charlie, Delta, Bravo, Bereitschaftsmeldung. Hast du ihn nicht erwischt? Puh. War ich zu schnell da vorbei. War zu weit weg? Zu weit weg war er nicht, er war nur zu schnell. Ja, wie tun wir das? Immer nur 2 Sekunden, so schnell kriegst du das Ding ja gar nicht aufgeschaltet. Ja, spätestens aber im Parkkasse Freifläche, wenn er dann nochmal auftaucht. Ja. Oder auf der großen Hauptstraße. Sprengel? Ja, hätte mir gut vorstellen können, du schießt die Rakete jetzt auf das nächste Gebäude vor uns. Sprengel hast du zugehört, oder? Ja, was? Mit unserer ist abmarschbereit, wir hängen unseren Charlie ran. Bravo ist Charlie auch abmarschbereit. Dass ich rechts laufen soll, wie mitgekriegt. Neben oder hinter Charlie? Alles klar. Auf geht's, Leute, wir gehen rechte Seite von Charlie, die Kolonne. Gleiche Ordnung wie vorhin, Hoshi, Soban, ihr steht ganz hinten. Negativ, ihr geht nicht auf der rechten Seite direkt auf gleicher Höhe, sondern ihr lasst dem Trupp vor euch 50 Meter Platz. Ihr steht alle auf einem Fleck auf der offenen Straße, ne? Ja. Ja. Dann Marsch, Marsch. Okay, Charlie. Oh, etwas. Kommt vorbei. Keks, gib mir Bescheid, wenn ihr euch bewegt. Wo muss ich doch mal raufdrücken, wenn ich laufen will, anstatt rennen? Charlie Team, Marsch. Lasst mal das Charlie Team ein Stückchen vorrücken, sobald die ungefähr 50 Meter vor euch. Bravo, Sicherung beibehalten. Den Abstand ungefähr halten wir dann. Sicherung steht. Ah, ja. Ich bin die Nummer 7 gewesen. Vielleicht du bist die 5. Helikopter kommt wieder. Ich aus Norden. Helikoptergeräusch. Hab eine Fassung. Helikopter Norden. Frei. Ja, zu spät. Helikopter fliegt von Ost nach West. Wenn der nochmal kommt, dann Sprengelposition halten. Panzerfaust aber wegstecken. Bitte, mach deinen Rückstreifer. Fliegerfaust weg und Position halt. Ratzfatz, ich glaube, wir sollen mitkommen. Woher kamen die Schüsse? Soban, komm mal rechts von mir in den Zaun, bitte. Danke. Keine Sicherung nach Süden. Keks, Info. Ist dein Team unterwegs? Wie weit seid ihr? Ja, Sichtkontakt aufgebaut. Okay, Leute, Bewegung. Marsch. Kondition. Kondition.
aus dem Norden scheint das Feuer da vorne zu kommen. Habt ihr einen Feindkontakt? Basalkontakt. Okay, Basal kommt drüber. 160. Auf die Straße. Richtung 260. Kontakt ist 160. Feuerwand aufbauen. Achtung, eigene dazwischen. Haben wir Rückraumsicherung oder schießen wir nach vorne? Schießen wir nach vorne. Wollt ihr mich eigentlich total verarschen hier hinten? Sag mal, Spreckels, bist du des Wahnsinns? Da sind 16 Mann vor mir. Keiner schießt auf den Feind. Was soll ich machen, wenn ich von Amateuren umgeben bin? Ja, ist mir gleich, aber du kannst mir nicht am Kopf vorbeischießen. Ich hab nicht an dir vorbeigeschossen, ich hab genau geguckt, wo ich ihn schieße. Hocker bleiben. Ach, das ist doch wirklich Kindergarten hier. Ja, das ist echt schwierig heute irgendwie. Ich denke, ganz allein. Ich muss hier noch bei Null anfangen. Okay, jetzt bewegt sich nichts mehr. Okay, Leute, Bewegung. Wir halten uns rechts. Schleier voraus. Wer liegt da hinten noch? Komm, Bonn ist da. Komm. Was, Bernhard? Ich werde dann, wenn es mal zu schwer wird, die Waffe irgendwo deponieren. Ja, kein Ding. Wenn es sein muss, kannst du es mir geben. Naja, dann bist ja du auch schwer. Ja, aber ich bin recht leicht ausgerüstet und frisch. Wie viel hast du? 25. Dann gib, nimm sie. Okay, mach schnell. Und ich hab sie. 40. Ich hab 46 gehabt. Okay, das ist wahrscheinlich echt besser. Und ich müsste nicht gut schießen können. Los, Sicherung steht. Los, Leo, los, komm. Los. Immer hinten, Mann. Los, Bewegung. Grüße. Los, Bernhard, passt schon. Go. Einfach weiter. Schütze, links, 250. Sag mal, sind die denn blind? Oh shit, da ist Bewegung! Kann doch wohl nicht wahr. Feuer! Feuer! Der Heli kommt wieder! Richtung Norden! Spreckel, mach dich mal bereit, fall mal zurück! Der ist aber zu tief. Helikopter Richtung Süden. Der fliegt die Runde. Der könnte es aufschalten. Den kriegst du gleich. Der macht eine Runde. Bleib bei der Kreuzung bereit. Bestätige drei Leichen. Habe ich Feuer frei, wenn ich lock? Ich verstecke mich im Schatten der Palme. Komm, Bernhard.
Alles klar, wir bewegen uns weiter, vergiss den Hubschrauber. Das wäre knapp. Jupp, letzter Mann. Okay, diesmal Schleicher und Bones da voraus. Gefolgt von Drossal. Druck geht. Echt so weit auf. Nicht stehen bleiben. Bleibt ruhig auf, Leo. Stehen vor uns. Ja, wir bleiben da vorne an der Kreuzer. Willi, Vorsicht! Wie lange brauchst du zum Aufschreiben? Das geht flott, anderthalb, zwei Sekunden. Alles klar. Aber das Problem ist, wenn ich ihn von hinten beschieße, dann wirft er Flares. Also wenn, dann muss ich ihn von vorne erwischen. Wenigstens ist das Ding nicht bewaffnet. Ja, oh, der markiert uns, wenn dann. Alter, wir kriegen das so richtig schön vorbildlich hin, wenn der Hubschrauber das nächste Mal auf uns zukommt, dass wir auf die Straße springen, alle eine Rundumsicherung aufbauen und der Spreckel genügend Platz hat zum Schießen. Das ist eigentlich lieber, wenn ihr in den Compound reinspringt. Ohne uns hat er mehr Platz. Eben. Und ja, aber wenn du rausrennst und einen Kopfschuss kriegst, dann wird's ungesund. Ach, das Risiko. Der Rückschau ist auch ungesund, würde ich fast sagen. Ja, genau. Das ist nämlich eher der Punkt. Zumal er durch drehen muss. Ja, darum sag ich ja. Ich meine, darum frage ich ja, kriegen wir das so professionell hin, wie ich mir das vorstelle? Nee. Wenn Spreckel schießt, decke ich ihn und fertig. In eine Richtung, je nachdem, wo er hinschießt. Nicht die Gegenrichtung. Ja, mach das so. Bernhard, Dorsal, ihr springt rüber zu dem Baum und sichert mal nach hinten. Und der Baum ist? Sucht er einen aus und nimmt den zwischen uns. Den schönen bunten. Ich nehme den schönen bunten. Nimm den Apfelbaum. Geht mal darüber und baut mal ein bisschen Sicherung auf, damit dann der Freckle springen kann, wenn das Ding wiederkommt. Geh du auf den zweiten Ast, ich auf den dritten. Ja, von unten. Höher kann ich nicht. Born ist da, schau mal durch Richtung Norden. Ich hoffe nur, dass die Sticker hier nicht in irgendeiner scheiß Palme hängen bleibt, das wäre noch die Krönung. Geh an die Autoreifen. Ja, wir dürfen uns wahrscheinlich dummerweise sprungbereit machen, Leute. Okay, vergisst es. Bewegung Richtung West. Sammelt euch wieder. Kommt zurück. Wir müssen vor zur Kreuzung. Seht ihr die? Hier einfach so weiter jetzt, ja? Ja, bis zur Kreuzung bei der Mülltonne da vorne an der Kante müssen wir hin. Okay, die 1 geht. Schleicher voraus, los. Weiter Westen, Schleicher. Westen. Weiter, Westen, weiter, die Straße ignorieren. Einfach durchlaufen, Leo, du läufst auf, bitte. Okay, danke. Schützenwolke Nummer 1. Bitte lauf doch, komm. Ja, mach ich.
glaube, wir sind zu langsam zu weit vom Charlie Weg, oder? Nein, die sind ja gleich um die Ecke. Die haben da vorne eine Bombe wahrscheinlich. Ja, dann haben sie eine Bombenstimmung. Ach, wir sind ja schon auf. Okay, rückwärtige Sicherung aufbauen. Gehabt, links, rechts. Und dann? Um die Ecke rum? Dann gehe ich um die Ecke. Geht ihr da rüber, Dorsal? Ich gehe vor. Ja, was denn? Rüber nach links, Dorsal. Du und Bernhard, wie vorher. Nochmal links. Nur Bernhard, ich habe es nicht verstanden. Wenn der von um Sack rumkommt, habe ich ihn. Ganz okay. Einfach. Na, dann ist das so. Nee, Bernhard, geh dir rüber auf die andere Straßenseite, dass wir mehr nach Süden sehen. So, du willst, dass wir rechts von rechts sichern. Gut. Ja. Wenn wir nach Nord laufen, ist das links. Also rüber nach Westen mit euch. Wir sichern von links drüben nach Ost. Das geht einfacher. Ich bin kurz mal hier in diesem Haus irgendwie Wasser klauen. Mein Camelback ist komplett leer. Bravo, wir haben allein das Ausdauerproblem. Wir brauchen eine Sekunde. Soll das Wasser lang genug laufen lassen? Jemand so pissen wie ich. Ja, das Bier treibt. Torsel, bist du wieder da? Negativ. Ich trinke kein Bier, aber ich fange gleich mit Whisky an. Da muss man wenigstens nicht so von pissen. Nee, es gibt auch mehr Stimmung. Ja. Aber von Whisky kriege ich immer Probleme mit der Artikulation. Da wird die Zunge immer so schwer. Der scheiß Hubschrauber war einfach nur so ein netter Spaß für ein paar Minuten, ne? Ja, ich denke mal, der fliegt eine große Kurve oder große Runde immer wieder über die Map. Deswegen hier hätte ich halt ein schön gerades Schussfeld, wenn er kommt. Ich glaube nicht, dass der nochmal kommt. Das könnte schon sein, als weiter. Nur solange der Sprit nicht alle ist, glaube ich schon, dass der hier weiter seine Kurven dreht. Ah, der hat auch eine gute Geschwindigkeit. Da sah wieder ein Funk. Welche Veränderung? Negativ, da sah. User in your channel timed out. User joined your channel. Dann hat schon wieder TS weg? Nee. Okay, dann war es jemand anders. Okay, Jungs, wir bewegen uns weiter. Richtung Nord. Ich bleibe mit Spreckel und Bernhard auf der linken Seite. Ja. Bin hier drüben.
kannst springen. Da läuft ein Zivilist hinter uns. Beetle von Dorsal auf unserem Rückraum, 250 Grad Zivilist gesichtet, möglicherweise mit Bombe bewaffnet, keine Ahnung. Ja, ignorieren, er ist noch weit genug weg, weiter bewegen. Keine Ahnung. Was ist mit dir? Muss noch telefonieren? Wir haben Kontakt davon oder was? Da liegen vorne welche auf dem Boden. Aber Feinde. Das kann ich nicht so genau. Suchen wir uns Deckung, los! Alle Mann, stopp! Okay Leute, kommt drüber nach links, da vorne ist eine IED auf der rechten Straßenseite. Go, go. Dick. Markant gegenüber vom Supermarkt, sagte man mir. Wo auch immer der sein soll. Markant gegenüber vom Supermarkt, wo auch immer der sein soll, wir bleiben auf der linken Seite. Ich glaube, sie haben sie gefunden. Bewegung, Bewegung, Leute. Ein Supermarkt? Nee. Bewegung, wir bleiben links. Links kann also nichts passieren. Ein Mann ist noch hinter uns. Nicht der letzte Mann. Weiter, weiter, weiter. Tony? Nicht gut. Oh Scheiße. Wenn ich retten könnte. Naja, nicht in die Häuser. Weiter, weiter, Jungs, weiter. Schön auf der linken Seite bleiben. Und nicht rechts herüber rennen. Das ist der Instinkt, wenn man hier keine Deckung hat. Ja, bravo, wir können aufrücken und Feuerunterstützung geben. Das ist der Supermarkt. Ja. Ja, so verstanden. Okay, Schleicher, voraus. Ich mach zweiter Mann. Der Rest mir nach. Sprung für den Sturm. Los. Wohin? Schleicher. Wohin? Voraus. Nach. Go. Schleicher links, links, links. Weiter, 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 an die Kante, an die Kante, an die Kante, los. Stopp, Schleicher, irgendwo linke Hand, Kontakt. Ich glaube, das ist für uns verdeckt, wenn ich das so zu finden. Glaube ich auch. Spreckel, Bernhard,
Dorsal, macht euch sprungbereit auf die linke Straßenseite. Bei 3 sprungbereit machen für Dorsal, Spreckel und Bernhard. 1, 2, 3. Bewegt euch da drüben bis zur Öffnung der Einfahrt von der roten Mauer, wo ihr gerade seid, und versucht mal Richtung Westen noch zu gucken, ob noch da was ist. Und Stoppposition halten für euch. Vorne ist da, du hast den rückwärtigen Raum hoffentlich hin, sicher. Ja, aber wie verrückt. Hier, Bravo. Da liegt ein eigener Mann verletzt auf dem Feld, in Richtung Osten, 80 Grad von mir aus. Wo ist denn jetzt hier Delta? Sollen wir an die Bosseite vom Vorfeld, alles klar. Versuche die Lage zu überblicken. Wo ist denn jetzt hier alle? Na, hier am Supermarkt sind wir alle. Ja. Leute, seht ihr eine Bushaltestelle im Vorfeld? Alles klar, schon gesehen. Check. Können und sollen wir den Verletzten einrauchen? Wir können, hier Bravo, wir können links vorrücken bis zur Bushaltestelle, ab jetzt. Alles klar, Leute. Für den Rest Sprung nach links. Jetzt. Okay, Bernhard, voraus. Links an der Straße halten bis zur Bushaltestelle. Los. Schleiche natürlich nach. Feuer öffnen. Das war in der Nähe des Verletzten. Eine Art Mörsereinschlag. Dann links von dir. Vor dir ist, vor uns ist der down oder lebt der da, der Typ? Welcher wo? Frage oder an dem Straßenschild sieht der aus. Bernhard hat nach vorne geguckt, ich hab da nicht geguckt. Guck mal, da ist der Fernglas aus. An dem Verkehrsschild liegen Bonister zwei Tote. Okay, ja, ja, ich dachte, der liegt an seinem Schild. Weiter, weiter, weiter. Ich und Bonister, wir gehen rechts rum. Haltet euch ein bisschen auf der Straße, dass ihr die Straße sehen könnt. Sammelpunkt, Bushaltestelle. Hier ist eine Bushaltestelle. Ja, das ist das Ziel. Drückt mal weiter Richtung Westen auf die Straße, Jungs. Auf der Straße. Nach Westen? Er meint bestimmt Osten, oder? Komm, Kreuze. Weit im Westen ist das. Habt ihr da drüben irgendwelche Kontakte? 340 Fahrzeuge auf der Straße. Was, Fahrzeug hat er gesagt? Ja, ja, Fahrzeug, direkt vor uns. Bewaffnet oder unbewaffnet? Was für Fahrzeug? Leo, deck dich bitte. Leute, habt ihr da drüben Kontakte? Da nicht zu gefährlich, weil wir brauchen dich fürs Bluten alles. Das ist ein LKW. Das ist ein LKW. Würde ich sagen. Militärisch? Ne, da wo die Typen rumlaufen gerade. Kontakt, doch, 340 Turm. Der LKW ist ein Wrack. Du meinst nicht das Wrack, oder? Schleicher? Nee. War das Fahrzeug auch nicht erkannt?
Oh, jetzt ist ein bewaffneter Jeep durch. Dafür lohnt sich die Panzerfaust nicht. Hier Reifenstapel, geht das? Ja, da ist okay. Ah, ja. Sorry, ich bin zu weit nach rechts hier. Ja. Okay, Bravo, sammeln an der Bushaltestelle meine Position. Wie jetzt? Wir sind doch hier. Na, kommt weiter rüber, wir machen uns sturmbereit, wir machen die neue Spitze. Komm, Leo, wir gehen von. Wir gehen hinten rum. Mal vorne, das ist egal. Gegen ist eigentlich sicher, würde ich sagen. Also Leute. Also Leute. Jetzt wird's hart. Jetzt kommt die heiße Zone. Wir werden jetzt davor laufen mit Waffe in Anschlag. Rückwärtige Sicherung haben wir dann. Richtung auf Sturzstelle. Bravo für Pio kommen. Steh hinter dir. Also wir stürmen, wir gehen jetzt vor und machen die Spitze, alles klar? Jo, und ihr folgt dem Weg hier entlang der Hauptstraße. Das dachte ich mir schon, weil ja. Alles klar. Sind die anderen so weit, weißt du was? Rück einfach vor. Das ist unbewaffnet. Okay Leute, vorrücken. Waffe in Anschlag, stehend. Ab geht's. Mindestens zwei Mann voraus. Nebeneinander. Nicht rennen! Laufen! Lebt noch ein Turmschützen irgendwo? Bernhard, langsam zurück! Ich gehe über Freifläche, ich glaube, ich krieg die Käse. Ja, passt schon, ich mach's jetzt auch einfach. Wir sind ja in einem Krisengebiet hier. Fahrzeug rechtzeitig! Panzerfaust so weit machen, Feuer! Sorry, ich musste weg. Habt ihr ihn! Ja, Fahrer noch drinne! Werner zurückfallen, stopp! Der rennt weiter. Schleicher macht Sicherung rechts. In Bewegung bleiben, Spreckel, Sicherung links. Status grün, wir rücken weiter vor. Wir haben ein Fahrzeug bekämpft, mehrere Infanteristen bekämpft. Können wir uns ein bisschen... Na egal. So ist cool, passt schon. Unser Leon bleibt schön in der Mitte. Wir können uns verteilt bewegen, aber der Leon bleibt in der Mitte. Roger. Der Leon will nicht ernsthaft mit einer Pistole schießen. Bekannte, erste Sicherung aufbauen für links. Ja, Bernhard, schau da um die Ecke, halt die Position zum Nachrücken. Und weiter, Jungs, weiter. Okay, Bernhard, kannst du nachkommen. Feuer! Komm,
Kontakt 240. Na, schieß doch. Okay, spring nach rechts, komm. Kreuzung, hier geht alles auf. Halte die Position Schleicher, rück mal zurück zum Dings. Zum Bernhard. Im Westen mehrere von. Okay, Braun ist der Torsaalposition halten, der Westen mir nach. Wir gehen ein Stück zurück Richtung Westen. Wir schließen zum Bernhard. Bernhard ist dann aber. Kannst du mir sagen, warum du da reinkriegst? Und mir vor die Waffe rennst? Ja, und noch einer. Und noch einer. Schön! Bravo für Alpha, komm. Hier, Bravo. Fahrzeug im Westen, 240 Grad mit Dish. Leon ist wieder da. Ja, ich bin bei Bewusstsein. Und Richtung 180.
Halt, halt. Bernhard. Schau mal, Position halten, Schleicher auch, sprechel mir nach. Saubere Arbeit, danke. Leon, hast Glück gehabt, dass ich dich gefunden habe. Und nicht dein Trupp. Warte, bist du bei Bravo? Ja, ich fahr mal, wo Leon ich fahr mal, wo die sind. Kann man einer Bravo, Leon hier, Position durchgeben. Okay, ich misch mich nicht rein, hast recht. Mein Fehler. Delta hat keine Führung momentan. Wir sind vorne bei der Bushaltestelle. Ich kann nämlich sein Funkgerät nicht nehmen, wenn du noch lebst. Bleib zu. Direkt vor der zweispurigen Straße. Frequenz 66. Was hältst du für dich, bitte? Ja. Hast du gesehen? Okay, das ist fein. Leon, meine Bereitschaft. Alles klar, wunderbar. Was war denn los, ey? Ich bin überrascht worden. Das haben wir gemerkt. Sind alle überrascht worden, aber wir haben es geklärt im Gegensatz zu Charlie. Oh je, geht's denen gut? Naja, ich habe gesehen, wie sie verbunden haben. Sprengel! Du bist ja so ein pfiffiger Kerl. Wieso? Irgendwas versuchen wir eine Overwatch zu kriegen von der Hütte hier vor uns, so meine Lenken. Da geht's noch hoch. Schnett, das stimmt, das war früher, wo das hoch. Nee, bei denen kommst du noch nie hoch, das sind die kleineren, wo du hoch kannst. Das sind so wenige begehbar hier. Das ist ja so ein Doppelding. Aber das die Würfelhäuser sind. Anderen Seite sieht gut aus. Das ist alles ein bisschen schwierig. Da ist noch ein Auto mit MG. Leo kommt so. Eine Meldung, die Ecke ist ein bisschen heiß da vorne. Der Sprengel, dann bleibt ihr mal da vorne an der Kante und versucht dann mal den freien Raum abzusichern. Check. Du bleibst da bitte hier, wir haben die anderen hier links, ja. Okay, ich halte. Wir haben noch zwei links, ja. Ich versuche mal hier zu gucken, ob wir eine saubere Lücke finden, wie wir über die Scheißstraße kommen. Ei, links. Haben wir denn schon eine Idee, wo wir genau das Zielgebiet haben? Ups. Ja, guck mal auf deine Karte. Ja. Ja, bravo, wir haben dann eine Idee, da gerade zwei. Naja, okay. Ja, halt markierte Zone, aber ich meine, wo genau er liegt, meine ich, wissen wir es schon, wo der Platz ist. Park. So groß ist der. Ah, okay. Wenigstens am Ex von der. Der Sanitäter ist wieder eingetroffen. Ja, der ist halt irgendwie abgesprungen und ziemlich woanders gelandet. Ich muss auch mal dringend schiffen. Mir geht's auch schon. Wir sind einsatzbereit. Mal kurz Klo. Also, da das für manche ein Qualitätskriterium ist, könnte man ja fast sagen. Also wir versuchen gerade optisch eine Geschwindigkeit zu finden, um mal Overwatch zu kriegen, damit wir über die Freifläche kommen können. Was hast du da eigentlich für eine geile Knarre? Ist ein MG4 oder was? Nee. Ja, so verstanden. Die Meldung ist auch sehr aktuell. Ist ja hübsch. In 1-2-1, ja? HK-1-2-1. Ist ja mal eine geile Knifte, ehrlich gesagt. Ich lass mich umschulen zum MG-Schütze. Cool. Beetle, Frage, brauchst du eine Hunter hier? Das ist schwierig. Ich glaube nicht, dass die Hand die eher so weit sehen kann. Wie wir müssten. Wohin willst du sein? Oh, gib mir einen Moment. Sprengel, bist du wieder da? Der meldet sich schon. Ja, Bernhard kommt zurück, Schleicher über, bleibt auf Position und fällt zurück in den Compound, dass er die Ecke besser sichern kann. Komm zurück. Ganz kurz auf K. So. Versuch die mal hier, versuch die mal auf 20 Grad zu schießen, ja? Und schau mal, ob du im Nordosten
Osten, Nord irgendwas sehen kannst. Wenn die Zeit noch reicht, guck Richtung Westen an. Da, wo die Gebäude sind, die große, gell? Na, schieße ja einfach auf 20 Grad. Hier, Bravo. Wir werden Overwatch durchführen mit Hand-IR, um die Lage überblicken zu können. Wie war denn Wind? Mensch, war doch irgendwie... Da fliegt sie. Shift-K. Da eigentlich einer noch ein bisschen Munition. Scheiße. Ey Leute, ich habe einen Kontakt auf 40. Bewaffnet. 50. Sichtkontakt, soll man wegnehmen? Ja, hau weg. Klar, Feuer frei. Zwei Kontakte. Kontakte. Der nach Position. Beide Sekunden, Alter. Vorne ist er unterdrückt, die ganze Ecke da. Vorsicht, da ist ein Zivilist. 20 Grad. Vorsicht, da ist ein Zivilist mittendrin. Der ist mir scheißegal, dann soll er da nicht sein. Zwei Kills bestätigt. Da ist noch einer rechts am Schild. Weitere Kontakte auf 30. Leon, das ist der Zivi. Der ist mal ja, an der Garage beim Zivi. Rechts davon sind auch noch zwei Kontakte, Feuer, die meine ich. Rechts vom Zivi zwei Kontakte. Nimm den Zivi mit raus, der rennt gefährlich zu uns her. Ja, Tief. Leon, kannst du mir mal eine schnelle Spritze geben? Okay, Bravo, wir hatten einen Überraschungssturz. Sag nochmal was, ich, wo bist du? Gib mir mal eine Spritze gegen Schmerzen. Okay, ich check dich mal. Wir hatten Kontakt auf 20 Grad Nordost, die sind gerade vorgestürmt, 5 Mann wurden bekämpft. Auf 25 Grad kommt ein Fallschirm runter. Das ist unsere Hand hier. Cool, Bernhard, siehst du irgendwas? Nee, ich hab den Schützen. Okay, du bist fertig. Hey, da kannst du vielleicht noch ein bisschen Blut kriegen. Okay, hier Bravo an Kio. Wir kriegen mit der Overwatch gar nichts rein. Wir haben aber Feindbewegung im Norden, hauptsächlich Nordosten. Unsere Idee ist, dass eine Person von uns oder beziehungsweise von Alpha eine Overwatch-Position einnimmt bei der Kreuzung, bei der Y-Kreuzung, ist davon im Nordosten, ist ein Haus, wo sie drauf können. Von dort aus können die eine rückwärtige Sicherung für die komplette Fläche aufbauen. Also das ist die einzige Möglichkeit, hier drüber zu kommen. Bitte, ich habe im Umfeld von 300 Metern nichts gesehen. Die einzigen Personen, was ich gesehen habe, sind da, wo ihr, die, wo ihr erschossen habt. Alles klar, so verstanden. Alles klar, so verstanden. Ich mache noch ein, zwei Magazine. Hat jemand ein Magazin oder zwei zu viel? Also Leute, wir kriegen wieder die geile Aufgabe. Wir kriegen die geile Aufgabe, darüber dann zu dürfen. Das war aber vorhersehbar. Warten, der Rückgleich Charlie nach, die nehmen hier im Nordosten, beziehungsweise ja, immer hauptsächlich im Osten, gehen die auf der Bude da oben in Stellung. Wir werden dann auch die Kreuzung hier besser sichern. Okay. Wir sind die, die darüber dürfen. Ich mach nochmal kurz ein Bierchen, bevor es losgeht. Also wie gesagt, ihr habt noch 5 Hunter hier. Schleicher, Meldung. Ja, Herr Schleicher. Alles klar. Wie ist eigentlich dein Munitionsstand? Nicht, dass sich irgendeiner gemeuchelt hat. Okay Leute, wer hat alles Munition? Ich hab was übrig. Also wie schaut's aus? Gib mir echt die Magazinanzahlen. Clips die Magazine jetzt nochmal zusammen, Jungs. Halbes Magazin im Medic. Plus Seitenwaffe.
Bernhard hat 7. 6,5. Dörde? Ja, ich habe offenbar 1 und 1 am Laufen. 2 halbe also. Ich gebe Dorsal mindestens 1. Nee, ich habe genug. Dorsal, komm her. Gut, mach du. Warte, ich gehe in deinen Rucksack. Geh mal ein Stück zurück. Hey, habt ihr die Mülltonne für? Nee, die stand so. Komm mal nicht durch. Wie schaut's aus bei euch hier? Ja, rück. Ich habe es auf Munition, alles grün. Ich habe vor ungefähr 2 Minuten mit der Hand da hier im Umkreis von 300 Metern keine Bewegung gesehen, außer die, wo auf uns zugelaufen sind. Na, dann kam plötzlich der Sturm um die Ecke. Das ist der Unsinn. Also ihr bleibt hier und Charlie wird da drüben sichern, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Oder seid ihr da drüben? Ihr geht okay vor, wir decken euch. Alles klar. Wir machen aber keinen richtigen Sprung, das sage ich dir. Schleicher Munitionsstatus. Gut, bezieht mal hier ein bisschen Position, dass ihr die gleich decken könnt, wenn ihr die Straße überkreuzen. Also am besten ist, wenn ihr euch so aufstellt, dass ihr hier ein paar Mann habt, dann könnt ihr da die Fläche einsehen. Richtung Osten ist einer der größten Schwierigkeiten, das abzudecken. Das mache ich auch, wenn ihr rumzuhampeln, während du mit mir redest? Nein. Ich glaube, Tata ist Bravo. Verstehst du, wie ich meine? Das Problem ist, du siehst hier ums Verrecken nichts. Jetzt schickst du 2 Mann um die Ecke hier, die können von dort aus relativ gut gucken. Die müssen aber zwischen den beiden Gebäuden bleiben quasi, die da hier sind, im Osten. Weil sonst sind die allein auf einer freien Fläche wiederum Richtung so ein bisschen, ja. Okay. Südwest. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Bedenkt, dass umgefallene Bäume keine echte Deckung sind. So sie denn umgefallen sind. Hey Bravo, seid ihr bereit? Alle vollzählig? Nein, der lag schon. Der hat mir gerade 2-mal das Leben gerettet, der Baum. Okay, Schleicher, komm zurück. Ist jetzt ein Naturfreund? Naja, ich könnte ihn ja mal umarmen, den Baum. Positiv, ja, man hat. Gibt man umarmt doch keine Toten. Haben wir hier links um die Ecke verbündet? Wir haben da Verbündete. Wir sind gleich die Arschlöcher, die da drüber dürfen, die armen Schweine. Ja, wenn wir wissen, wohin ist, ist auch kein Ding. Geradeaus, geht durch den Spalt einfach. Okay. Der hat nicht mit uns gesprochen, bitte, weißt du. Wie lächelt mich das Fahrzeug davon? Ja. Solange ich von Charlie noch keinen da auf dem Haus sehe, wird es schwierig. Ich kann meine Ausrüstung hier ablegen, da könnt ihr euch Munition und alles holen. Ich bin weiter hinten, weißt du. Ich bin wirklich fix und Foxy. Jo, kein Thema. Meldest du dich gerade noch bei Pio dann ab? Einfach am Teamspeak anstupsen oder so. Bitte Magazine da lassen. Naja. Wenn du gehst, lass Magazine da. Das ist deren Joker. Ja, das ist Data Magazin, der Finger weg, wir haben selber kaum. Ja, das ist so schon geklärt, kurz fix noch mal. Hier trifft wohl nichts. Ja, ich hab jetzt mindestens 6-7 Schuss erstmal komplett daneben gesammelt. Keinen Schuss von Bravo. Vor allem nicht, wenn der Feind vor dir läuft. Ja, beruhige dich, setz dich irgendwo hin und warte, bis es losgeht. Geht mir erstmal, also bist du auf dem Pistenspieler. 7 Stunden irgendwo unter Pampa sitzen, schon seit 8 Stunden. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Ja, ich habe auch gerade mal auf die Uhr geguckt und bin leicht erschrocken. Wir warten immer noch auf... Wir warten immer noch auf Charlie, dass die da die Sicherung einnehmen oben. Machen sie aber nicht, also gib mal durch, warum sie das nicht tun. Weil die sitzen da hinten und warten auf irgendwas. Wenn ich gerade funke, dann kriegt Charlie das mit. Auf, Beetle. Wir decken euch hier. Geht doch mal rüber, sonst wird es heute nichts mehr. Alles klar. Wir sind schon lange da. Wir warten die ganze Zeit hier auf Bravo. Und Bravo wartet irgendwie auf Charlie. Alles komm, klar. Mann, seid ihr bereit? Ja, schon seit Stunden. Wir wissen immer noch nicht, wohin, Beetle. Na, darüber. Gerade rüber. Na, dann machen wir das mal. Hurra! Das ist, die ist euch klar, dass es gerade knallhart bei Befehlsverweigerung ist, ne? Das ist knallhart übel hier, gerade was wir hier machen müssen mit dem Sprung. Ich habe euch doch gesagt, ihr habt weit und breit keine Soldaten gesehen. Und dann kam da voll die Feuerei. Ja, das haben wir alles voll gesehen. Da brauche ich nichts sagen, wenn ihr schon die Soldaten seht. Okay, die Ecke ist ganz gut, baut eine Sicherung auf. Bleibt aber irgendwie beisammen, ne?
Nee, wir müssen gucken, dass wir den Norden wieder, den Westen wieder absichern, wenn der Rest springt. Ganz kurz. Kommt mal aus der Höhle da raus. Ich bin jetzt raus. Ich hab die Querstraße. Ich hab dich angestupst. Da können wir am Freitag drüber reden. Ich geh mal auf dem Dach. Werfen hier erstmal einen Blick aufs Umfeld. Mittelwestliche Straße über der Kreuzung drüber, die ist safe. Disconnected from your channel. Bernhard, hast du noch eine Hand hier? Ich habe noch 5. Dann schieß noch eine. Wir müssen jetzt warten, bis der Rest aufrückt da und sich über die Straße traut und so viel Eier hat wie wir. Hat ja nicht mal mehr geknallt, als wir hier ankamen. Ja, das Problem ist, die KI ist echt schwierig mit dem neuen KI-Mod. Muss man echt mal zugeben. Ja. Henna, jetzt hast du meinen Film zerstört. So, das scheiß Zoom geht wieder mal nicht. Das reinzoomen. Ja, da musst du jetzt mal mit dem Weitwinkelobjektiv arbeiten. Ich sehe uns, aber keine Feinde. Okay, Jungs, orientiert euch mal Richtung Straße, wo ihr gerade. Ja, kommt ein Stück zurück. In die Richtung, wo ich ziele. Diese Straße, wo wir gerade drauf sind, das ist unsere Hauptmarschstraße. Die 340 Grad, wir bleiben mal auf der linken Seite, das sieht ganz gut aus, die Idee. Wir werden auch wieder die Spitze spielen, nehme ich mal stark an. Alles klar, verstanden. Okay, Leute, es geht weiter wie gehabt auf der rechten Straßenseite. Bernhard geht voraus. Danke. Was, du hast geschaut, du bist selber schuld. Schön die Knarre im Anschlag lassen. Letzter Mann unterwegs. Aha, gut, da wäre ich nie drauf gekommen. Mit der rein, mit da raus. T und A, das macht überhaupt keinen Sinn. Wer ist denn da aufgekommen? Ja, so. B ist nach vorne und S ist nach hinten gefahren. Drehen mit den Pfeiltasten. Das ist clear, da gehe ich gar nicht drüber. Geil, damit habe ich. Klingt aus Osten. Stopp, Jungs, stopp. Stopp. Sicherung an der Kreuzung aufbauen. Oh, Beschuss. Kommt das her? Kontakt auf West. 60. Wie weit? 60, Kontakt. Da war noch ein Läufer auf der linken Straßenseite. Der ist rübergekommen, oder? Ne, ich glaube, der
Ich habe das eingesehen. Bernhard, Gewehrgranaten in die Richtung. Ah, schlechter Winkel von hier. Keks, ich bin... Sparsam sein, Jungs, sparsam sein. Wir haben Gewehrgranaten. Super. Er hier. Wir haben wieder hier, hier Bravo, wir haben wieder einen Sturm von Nordost aufgehalten Richtung Alpha. Wenn's weitergeht, rufe ich dich. Sind wieder ab, Lage sicher, wir können weiter. Mal vor zu Bravo. Okay Leute, wir gehen weiter. Jetzt unterwegs. Der liegt zur Mauer rüber, ist mir lieber. Rechtzeitig Westen. Quatsch, Ost. Ah, da ist noch einer übrig, den wir übrig gelassen haben. Aber wir sehen nicht, da ist nur die rote Mauer. Nee, Bravo, das ist eine Hand, die eher von uns gewesen. Super, komm, komm, komm. Echt, haben sie gedacht, das ist was Außerirdisches? Nee, die haben gedacht, Falsche. Ja, wahrscheinlich ein Zwergenangriff, ne? Das wird euch... Ey Leute, das wird euch nicht gefallen, weil wir müssen uns weiter rechts halten an der Straße. Hey, hier ist wenigstens nicht so offen. Ist schon cool so, die Bewegung, glaub mir. Ist ja gut, der Bernhard. Ja, jetzt haben sie aber da den Feindkontakt und wir keine Feuerunterstützung für die. Ja, hier im West, da ist heiß, West, Nordwest. Da sehe ich Rauchwolken, ich sehe auch. 320. Ich sehe ja die Freifläche, kommt zur Straße vor. Da kannst du weitergehen, Sprechel. Du hast halt, du bist es da drüben, wa? Nein, ich bin hier hinter dir. Okay. Rücken die anderen nach? Ja, die rücken nach. Bitte mal keine Sorgen, die anderen sind nach vorne. Eigene hinter uns nah. Die vertrauen uns.
das hier nicht die Straße, die Pio nach Westen wollte? Ich habe keinen Funk, keine Ahnung. Bitte, hier abbiegen oder weiterziehen. Warte mal. Ihr habt ja im Zug kaum die Frequenz gewechselt. Leo, bleib einfach da. Geh doch zurück, bitte. Mhm. Mein Zahnnehmer, mein Frontkämpfer. Jo, das ist die Straße. Sicher, ich sehe keine Tankstelle. Da ist die Tankstelle. Ja, da ist vor uns. Das ist die Straße da, soll ja. Ja, sprich, uns hat's entdeckt. Na, alles klar, dann gehen wir da weiter in die Richtung. Das ist die Kackstadt. Mein GPS zeigt doch ganz komische Zahlen an. Ich sag's dir, ich hab da 18 Zahlen. Sieht bei mir auch fies aus. Kann ich nur bestätigen. Hat was mit den neuen Änderungen zu tun. Also haltet nochmal kurz ein, ich sehe keinen mehr. Wo bist du? Wie, du siehst keinen mehr. Du bist direkt neben mir hier. Wo ist deine Sorge, Bito? Meine Sorge ist, meine Orientierung ist schwierig. Wir sind offenbar auf dem Weg nach Westen gerade. Alle sind um dich rum hier. Du bist fast der letzte Mann. Wir sind 5 Blocks vom Wrack entfernt. Sekunde, Bravo. Charlie hat ein paar Probleme. Sollen sie selber lösen. Sekunde. Hier, Bravo. Bravo, Bravo für Pio. Hier weiter nach Norden ist ein bisschen blöd. Hier weiter nach Norden ist ein bisschen blöd. Wir weichen nach rechts aus, weil sonst müssen wir im Norden wieder eine schwierige Stelle überqueren. Uns Richtung Park. Sage doch. Alles klar. Okay, weiter. Richtung? Richtung West. Bietel, willst du dann kurz vorm Park noch eine Hand da hier? Naja, mach mal. Geht los, Paul ist da. Was? Geht los. Gen Westen. Hey, dass ich das noch erleben darf. Vier Häuserblöcke noch bis zum Wrack. Leo, check auch nach links, bitte, gell? Yep. Okay. Jetzt wisst ihr mal, wie schwierig Black Hawk Down war. Das war doch easy. Das war geil, auf jeden Fall. Das war doch das einzige Mal, dass ich dich ausrasten erlebt habe, auf jeden Fall. Tankstelle ist. Ja, wir sind noch an Tankstelle. Ja, genau. Das war so sick. Ist auch der und der nächste. Echt Stress für die Jungs. Nichts geht. Boah, Alter. Bitte, ich höre hinter der Tankstelle eine Hand da hier schießen. Ja, klar. Da hast du noch 2, wa? Leg los, Bernhard. Mach 3. Dein Spiel.
getan hat, deine deine Guckzeit ist vorbei. Weiter. Willst du hier schon abbiegen oder noch eher weiter? Ich frage mich gerade selber, wo wir genau sind. Diese Tankstelle schaut bei mir komisch anders aus auf der Karte. Ach, da. Ja, ich orientiere mich ein bisschen an der Rauchwolke. Wir sind einen Block vor dem Süden des Parks. Ah. Ja, dann biegen wir hier schon ab. Bernhard, weiterkommen. Oberhalb der Straße im Westen. Die Abschnittstelle ist weit im Norden vom Park. Ich sehe die ganzen umgefallenen Bäume. Ja, auch ist die Abschnittstelle. Heißt, es macht vielleicht Sinn, sich noch von einer ganz anderen Richtung zu nähern? Nein, wir laufen einfach hier Richtung Nord auf der Straße. Dann haben wir nach West Deckung. War schon da nichts. Ich bin nicht langsam an. Bernhard, hast du irgendwas gesehen? Auch hast du das Wrack gesichtet? Wrack habe ich gesichtet, ist im Westen über der Straße drüben, über der Querstraße drüben. Hier Bravo, wollten uns gerade melden. Wir haben eine Hand, die er im Lauf in die Luft geschossen und unter Marge. Höhe 951. Das Wrack ist nordwestlich. Oberhalb der Straße, kein Feindkontakt am Wrack zu sehen. Links, rechts, gell? Stopp! Sichtung Feindschützen bei dem brennenden Wrack Richtung 322. Alles ist genau in Handgranatenreichweite. Das brennende Wrack ist kein Tornado, das ist ein LKW. Ich habe am Tornado. Der Tornado ist weiter westlich vom Wrack. Also von dem, wo es brennt. Eigener Trupp läuft den Park rein. Wir sollen uns aus Osten nähern an das Wrack, also gehen wir noch ein Stück nördlich und dann... Wir laufen schon Süden im Park. Okay, dann mir nach. Werden hat er hier noch sehen. Geht weiter, Druck geht weiter. Bitte lass mir wieder vor, du hast den einzigen den Kontakt nach hinten. Ecke sicher, weiter nach Nord, weiter nach Nord. Vor uns ist Dampfzeit, wer ist? Handgranaten rein. Rechts rum. Rechts raus. Wo steht der? Hinten an der Mauer, ja. Ich geh an der Mauer entlang, dann lauf mit auf der Straße. Wie soll er den sehen? Okay, ich geh durch. Wir von hier aus nach Ost versuchen. Position halten. Position halten. Bernhard, mach nicht so schnell. Bunker ist frei. Dorsal!
Hört ihr? Geh zu der Öffnung, ich gebe dir Deckung. Ich bleib hier rechts. Noch einer weg. Ich hab die rechte Seite, sieht ganz gut aus rechts erstmal. Hier, Bravo, wir haben Feindkontakt im Nord. Das kommt richtig was. Da ist eine Lücke in der Mauer und eine Treppe. Ich habe irgendwo aus Norden, glaube ich, geschossen. Sieht jemand nach Norden? Ja, ich bin hier von allen gedeckt. Oder wo willst du mich jetzt haben? Habe ich nicht verstanden. Nach Osten soll ich gucken. Also hinter dich. Ja. Check. Ja. Hast du Nord und ich gehe gerade? Ich bin eher. Kurz innehalten. Dann schaue ich Nord. Leon, zurück. Wo ist Dorsal? Dorsal, mir nach. Gleich hinter dir. Und gucke nach Osten. Hier im Fall ein Baum. Leute. Feuer aus Nord. Bernhard, zurück. Das ist für mich nicht einzig. Leon, zieh dich zurück. Ja, das ist eine doofe Idee. User disconnected from your channel.
User joined your channel. Verteilt euch! Ach. Mann! Wir liegen da vorne an der Straßenecke. Unsere Leute. Aber zurzeit ist eh ruhig, müssen wir uns keine Sorgen. Da liegen eigene. Da liegen eigene. Wie immer. Im Moment ruhig. Verteilt euch doch mal ein bisschen, Paunus, ich hab gemerkt, du hattest dich da gekümmert. Gib mir mal eine Meldung, wie weit dann der Stand der entsprechenden Versorgungen ist, okay? Passt schon. Leon ist wieder P. Hört, komm! Hört, das höre ich doch gern. Damit Leon, ich übergebe! Gellert, gib ihm mal Blut. Er kann sich doch selber kein Blut geben. Das ist mir so furchtbar egal, weil ich nicht wusste, wo sie sind. Gellert, hörst du mich? Ja. Kommunikation, sprechen, Taste drücken. So, gib mal unserem Sunny bitte Blut. Das habe ich jetzt zum 10. Mal gesagt. Der steht hinter dir. Ja, aber Leon ist der Chef, deswegen habe ich sofort abgegeben. Dem Herrn, jawohl. Ja. Meine Fresse. Habt ihr gefunkt, dass Beetle am Boden ist? Ja, haben wir gefunkt auf 50 Notfallstationen, aber da hat keiner geantwortet. 50 ist es nicht mehr. Ich kümmere mich derweil um Beetle. Ich kümmere mich derweil um Beetle. Nein, 50 ist es. Der braucht sonst, glaube ich, nichts. Den Kanal, wenn das jeder. Ja, ich gebe ihm dem AP. So, wo ist First Panic? Für den Notfall 1-6. First Panic ist, warte, die Bluttransfusion ist gleich durchgelaufen. Gerade hier runter Richtung 130 Grad. Leon, ich hab noch ein paar Status. Alle wieder fit. Leon kriegt gerade noch Blut. Jetzt fertig. Danke dir. Füllst du noch ein paar Episoden? Ich bin am letzten Magazin. Ich check mal, wie viel ich hab. 6, 9. Was ist denn eigentlich aus der Mii geworden? Ich hab 22 EPs. Ich denke, ich bin gut. Ja, okay, ich hast du EPs? Alles klar. Ich hasse die Feinde. Galahad, hast du schon, Was alle? Warum sind jetzt hingetan? Ja. Bist anwesend. Leute, einmal durchzählen. Ich brauche eine Status. Wer hat einen für mich? Also ich tu mal so, als wäre ich beispielsweise als 1 eingeteilt und sag jetzt mal, du hast alle 1. Gleiche 2. Leon 3. 1 und 2 sind hier. Ja, spreng jetzt auch da. 5 ist da. Da. Ja, von hier. Nur Leon ist abhanden, oder? Nein, ich bin neben dir. Okay. Leon 2. Ja, dir geht's gut, oder? Ja. Hat es noch irgendjemand Munition? Ich bin am letzten Magazin. Ich versuche noch eins rauszukriegen. Habe ich Zeit zum Packen? Also sind wir vollzählig. Was war die Situation? Fehlt. Den wollte ich gerade, hab ich verbunden, für alles fertig gemacht. Also ist Bravo vollzählig. Ja, wir sind vollzählig. Alles klar, dann versuchen wir hier eine Sicherung aufzubauen, ne? Die Ecke kotzt mich jetzt schon wieder. So, hier Bravo für Pio kommen. Beetle von Dorsal kommen. Da, Sekunde das. Was Panic ist in der Besprechung, wenn er das nicht mitgekriegt hat? Der Panic ist da? Nein, der ist in der Besprechung. Der haben wir doch schon wieder hochgeflickt. Hier, Bravo für Pio kommen. So, das Team Charlie, mal bitte alle Rundumsicherungen. Gibt's eine Besprechung oder sowas? Ich war kurz abwesend. Lecke gerade Blut weg. Alter, wir sichern aber sowas von rundum. Ehrlich, mit einem Kompott. Holla, gib dir Mühe, das dauert ja ewig. Ja, klick, ja.
Okay, hier, wir halten hier die Sicherung, also wir sollen eine Sicherung hier aufbauen an der Kante. Wer braucht ein Magazin? Problem ist, wir versuchen auf das. Der Zehner. Ja, wir haben noch haufenweise Pistolen, ja. Ich könnte auch noch ein AP-Magazin zustecken, ich habe noch eins. Gegenüber einem Bunker, ja. Dann geh nee, lass mal, es geht nicht über die Straße, da hast du null Sicherung. Was ist links? Aus Südost. Dein Gewehr ist fast leer. Ja, danke. Null Sicherung aus Südwest aktuell, in meinen Augen. Ja, wir vergessen. Wir doch gehen. Nee, wir sollen ja die Position halten. Das ist die Position her. Du bist der Einzige noch mit Munition. Ich weiß, dass du Trigger geil bist. Gehst du mal an die Spitze da vorne, wo so Vega da Munition rumjammern. Hinter uns. Besprechung. Beetle, kannst du dich vielleicht noch da an den großen grauen Compound vorschieben? Den Bunker da sichern, womöglich, und einfach da Delta die Deckung geben, dass sie vorrücken können. Ja, nehmen noch eine kurze Luft ein. Speichnis, ich stelle gerade fest, dass das Magazin, was ich hier gab, nicht mit dem Gewehr kompatibel ist. Ja, okay, dann scheiß mal. Das hat er mit Absicht gemacht, damit du später. Also, bravo, alle nachladen! Ja, ich habe noch 5 Schuss. Also, wie machst du das? Hast du insgesamt nur 5 Schuss? Ja, du das gleiche Gewehr wie wir, oder? Plus Pistole, ich geh schon. Scheiße, Jungs, macht euch bereit, wir müssen. Alle Mann hier sammeln! Hast du was? Hast du was, ha? Ja, ist so mit. Aufhören mit dem. Ja, warte, ich pack nochmal was um, damit ich mehr hab. Der Pionier, wenn's sein muss, hat gar keine Munition mehr. Der Dings da, der Sani. Wir müssen jetzt richtig rationalisieren. Genau. Bernd, hast du noch Magazine über? Ich hab noch. Da ist doch mal ein Schießtraining. Nötig, aber wenn unser Fahrer die Munition. Ja, 5 haben wir, nimm eins raus. Dass die Leute da ihren Job machen, die einen Auftrag. Wenn unser Sani die Magazine raushaut, wie in den Geld, dann kann ich auch nichts machen. Leon, wie viel brauchst du? Ich brauch gar nichts. Aber danke dir. So soll es, wie schaut's aus? Der hat von mir zweimal die Magazine gekriegt und aus einzelnen Rucksack. Zeit habe ich ein halbes braucht. Aber eins für dich. Echt? Danke. Ja, ich habe noch 3 Magazine. Weißt, ihr seid vorne dabei, ihr braucht Munition. Dann bin ich bei, wenn es voll ist. 42 Schuss passt. Na, das stimmt, da liegt noch eins. Okay, alles klar. Okay, Leute. Sprengel, Bernhard. Jo. Links zum Bunker. Aber erst dann springen, wenn der Ponister hier vorne an der Häuser, an der Mauerkante liegt. Das machen wir alles auf 3. Schleicher bleibt auf meiner Position. Dorsal sichert nach rechts. Beetle? Und zwar von dem Holzhaus aus da drüben, ja? Siehst du das Holzhaus? Von dort aus Augen nach rechts. Wir versuchen dann zu dem Betongebäude zu kommen. Bei 3 springen. 1, 2, 3, los! Ja, positiv. Ah, nein, ist das 40? Ich glaube auch nicht, dass ich über den Scheißzaun komme. Ich versuch's. Ja, kannst du mal sehen, dass ich Eier abkomme mit. Die nächste Mission hört sich danach ein, Türe eintreten und rein in den Raum. Das gefällt mir. Wir müssen nach Nordosten. Ne? Wir müssen nach Nordosten. Sprecher, ist das bei dir das graue Haus auch verschwunden? Bei uns ist das Haus weg. Ja, stimmt, hast recht. Nee, das ist auf der rechten Seite, ja. Na, ich dachte schon, ich bin zu besoffen oder so. Was ist das da hinten? Verdammt. Westen. Die haben den Flieger gesprengt. Ah, gute Info.
Wir sind Helden. Leon, komm aus dem Zaun da raus. Ja, wie seid ihr da durchgekommen? Drüber ist das noch wahrscheinlich, oder? Ich muss mich wundern, warum ich Häuser nicht irgendwie ficken konnte heute. Der Feind hat ihn nie eingekreist, das war geil. Sobald du irgendwo stehen bleibst, ist länger, warst du sofort und zingelt dann am Arsch. Was für ein Domophon ist der süß. Ich habe auch gerade so sauber gesehen, wie die Penner vorrücken. Die versammeln sich mit 5 Mann in einem Haus und lassen einen rausschauen. Teilen sich in 2 Gruppen quasi auf. Und dann, wenn einer uns sieht, dann stürmt die ganze scheiß Gruppe raus. Muss ich eine Taste für überlegen. Ja, ich weiß. Das sind fast keine Feinde, sind nur vereinzelt vielleicht mal Sache. Das ist so eine gute Idee, war die neue KI aus. So, die anderen sind doch gleich schon wieder da, bevor wir uns verwegt haben. Den einen, wo du gemeint hast, den habe ich nicht gesehen, weil ich zu nah an der Mauer war. Ich habe gerade vorne nochmal geschaut. Ja, aber der hatte schon volles Schussfeld auf dich. Ich meine, heute ist egal, aber für gewöhnlich. Also, das war würde ich vielleicht sagen, ja, die sind halt schon vom Ausbildungsstand ganz gut, die Leute. Ich meine, haben die hier schon seit 1-2 Jahren gekämpft und so? Na, die kennen die Stadt auswendig. Da wissen die schon, was die so tun, die Leute. Also. Naja, so würde ich es vielleicht unter anderen Umständen darstellen. Da die Überlebenszeit des Piloten ziemlich ungewiss ist, ist Wartezeit nicht schon Vorteil. Das ist grundsätzlich erstmal für die Art von Einsatz hier erstmal, ja, sehr schön. Seid ihr Bravo? Und hier die vorne, die beiden im Weißen. Seid ihr Bravo? Mal stehen lassen, eigentlich war es ja nun in dem Fall Bravo-Einsatz, oder? Beetlejuice, du sollst dich melden, der fucking bist. Ach, das scheiß Funkgerät hat sich wieder umgestellt. Ja. Auf welcher Frequenz bist du? Bist du auf 50? Ich bin auf der richtigen Frequenz, wieso höre ich ihn nicht? Egal, wo ist Pio? Bist du auf 50? 50 ist die falsche Frequenz. Pio? Oh, 66. Beetle hier. Irgendein Scheiß. Geh mal auf 66, Beetle. Ich soll zu dir kommen? Oder wie ist das? Gar nichts durch. So, jetzt haben wir also die Papiere, jetzt haben wir das Flugzeug und uns fehlt noch der Pilot, richtig? Jawohl, der zittert jetzt um dein Leben. Ich weiß mal, ey, die Mütter dazu gestinkt. Also, so wie wir uns hier verhalten, könnte der schon tot sein, würde ich sagen. So wie wir uns die ganze Zeit verhalten, ist es ein Wunder, dass wir nicht alle tot sind. Das ist wohl wahr, ja. Jetzt zum Schluss bis zu der Leine. Aber mittlerweile kriege ich verdammten Hunger. Hast du noch einen Pack dabei irgendwie? Einen Snickers oder vielleicht einen Landjäger oder so? Wenn ich ins Meta gemacht. Ich sag mal, die Mission hätten wir auch zu viel. Kein Problem, wenn du Hälfte der Zeit schaffen könntest. Tofu wirst du. No, er wieder, aber gepär. Hunger treibt's rein. Dank dir. Ich rede dir nicht dagegen. Oh, pfui, Alter. Oh, das muss ja wirklich. Also nur in Fallujah, sag ich dir. Und ungegrillt. Uah. Ja, die können einfach nicht schlecht werden, weil sie schon schlecht sind. Da ist was dran, ja. Arnes, da musst du dich die nächsten 30 Sekunden nicht bewegen, weil ich habe dich gerade mal untersucht und du hast ziemlich viel Blut verloren. Oh, deshalb ist er so blass. Deshalb zittern die Hände so. Ich geb dir mal kurz was. Vor allem, wenn du wirklich dann schauen, dann werden ja so Sachen wie Blut und so weiter, kannst du ja nicht am Mann führen, das wird ja schlecht. Das heißt, du musst immer eine Logistik dabei haben, weil du ja trotzdem noch Blut brauchst, um die Leute irgendwie im Leben zu halten. Oder fit zu halten. Das heißt, du kannst vorne erstmal nur Kochsalz verarbeiten. Und dann musst du die Leute rausholen, dann musst du die Logistik kommen. Also das neue Bundeswehr-Arbeitszeitgesetz sagt, ja, dass wir jetzt so in etwa einer halben Stunde fertig sein müssten, nicht? Rückflug zählt ja auch noch zum Dienst, ne? Ja, wenn du sie nicht vollständig versorgst, dann geht das schnell, ja. Und dann auch so Sachen, dass die Wunden aufreißen, da kannst du halt nicht mal eben irgendwie einen Verband um den Kopf machen. Ob das was wird? Das klingt halt nicht viel. Ja, wenn nicht, schreibe ich eiskalt mehr Überstunden. Als Spätznatz drin hat es geheißen, wenn wir den Flughafen haben. Ich bin dreist, wa? Schau, da haben wir eine Stunde gewartet, ja. Wir haben alle Feinde, wo irgendwo noch gelegen sind in unserem Umkreis, die haben wir ausgezackelt.
Außerdem habe ich nach dem Einsatz beschlossen, ich wechsle zur Cybertruppe. Das ist garantiert bequemer. Ich schwitze wie ein Schwein bei der Hitze hier heute. Das war heftig. Ja, du darfst eigentlich. Guck mal, er durfte sich die Ärmel hochkrempeln, ne? Ich glaub's ja nicht. Eben, wir waren im Gebäude drin, haben da nur noch von deinem Schattenfenster raus dran der Tür. Das macht doch glatt auch mal. Oh, das tut gut. Dass die Sanitäter im Feld dann schon nähen können, dass die zumindest mal die Wunden wieder zumachen können. Ja, das Geile war, unser Medic ist rausgeflogen. Das war der einzige, wo der Medic hat gekriegt. Das ist halt richtig bitter bei Advanced Medic. Wenn du da einen Medic verlierst, dann ist es richtig zappenduster. So, ist viel angenehmer. Hast du ein bisschen Sonnencreme dabei oder so? Nicht, dass das nachher noch ein Sonnenbrand wird. Jo, Transfusion ist fertig. Ist zwar immer noch schlimm, aber nicht so schlimm wie vorher. Ja, naja, wenn er jetzt wieder Farben sieht, geht's schon. Er ist immer noch ganz schwarz vor Blutverlust. Lässt sich nicht viel dran machen. Schau mal, er hat sich ein schattiges Plätzchen gesucht. Clever, clever, das Burschchen. Mal zumindest nicht die schweren Ziele wegrannen. Ja, ja, bei First Cup machen sie es oftmals so, dass beides vor Mission ist, wo dann quasi auch. Wer hat ganz, ganz wenig Munition aktuell? Na, alle. Aus dem Blickwinkel? Zwei Magazine. Also jetzt mal ganz schnell Munition. Ich hab zwei Leute. Ja, kann ich entbehren. Ich hab uns drei Magazine besorgt. Yay, ich hab zwei. Ich hab eins. Zwei voller HP. Ja, ist genug. 60 Tote, Mann. Okay, alles klar. Letzter Satz. Leute, habt ihr, wie viel Munition habt ihr? Ich höre Status. Oder was war das? Das heißt, du fängst an. Medic hat zwei Magazine. Ich habe zwei Vordermagazine, 60 Schuss. Medic hat ein volles Magazin. Schleiche, vier Vordermagazine. Okay, Dota, dann kriegst du eins von mir. Check. Ich habe andere Munition. Ja. Yay, Sieger. Okay, wer war noch mit zwei? Speckels. Du kriegst auch Munition. Du musst dringlich anbauen, ist ja. Wir müssen hier die nächste Runde. Nee, du hast ja bestimmt nochmal. Ja. Ich hab auch noch 2,5. Ja, aber Gurte. 150 Schutzgurte. Ja, aber schon. Die Deutschen sind richtig schlecht ausgerüstet. 120. Ja, passt doch. Okay, Leute, ich glaube, ihr habt überhaupt nichts mitbekommen. Aktuelle Position ist allen bekannt, oder? Naja, hier oben stehe, ja. Die Markierungen auf der Karte könnt ihr nicht sehen, oder B? Doch. Nope. Nope. Alles klar. Die Standardmarkierung, die ursprünglich. Ja, wir müssen nach B. Falls also jemand irgendwas gekritzelt hat, ich sehe es nicht. Der geile Spaß ist, wenn wir nach B gehen, wir gehen natürlich da entlang, wo die Schüsse herkommen und keine Sau gesichert oder aufgeklärt hat. Also, wunderbar. Die Idee ist hier, ja, kurzes Stück nach Norden, rechts abbiegen, auf der Straße bleiben, dann wieder links abbiegen. Um dann direkt auf die Position zu treffen. Ja, also... Der Plan, Schleicher kommt mal hinter seinem Zaun vor, läuft dann wieder mit dem Dingens, mit dem Bernhard, dann mit dem Spreckels voraus. Hast du mir jetzt ein Magazin weggenommen? Ich hab nur noch anderthalb. Alle 5 Minuten anhalten. Sekunde, ich guck gleich. Und lasst uns das mal schön in der Formation noch hinbekommen. Hervorragend. Männer, es sind alles Überstunden, die wir schreiben können. Das ist sogar noch eins extra, eben erreicht eins. Alles klar, Abmarsch. Wir sind drin. Na dann, hänge ich mich mal an jemanden ran, der zieht, bravo. Alter, verschwindet einfach das Haus, ich glaub's doch nicht. Okay, hier rechts, Jungs, hier rechts. Okay. Bleib bloß von dem Haus weg. Ja, ich trau dem Haus nicht. Bleib da weg, ey. Ghost House. Geisterhaus.
eigener links. Ich werde meinen Arsch auf, dass da gleich im Westen Kontakt für uns kommt, weil da noch kein Mensch war. Zum Osten. Okay, hier jetzt nach links, wir gehen durch den Häuserkompound. Ja, sorry. Seit circa einem Monat verwechsel ich Westen und Osten. Zerfixt. Nicht so gut. Keine Sorge, ich zeige auch manchmal meine weibliche Seite. Ich wäre froh, wenn ich Brüste hätte. Du wirst aber nicht. Ja, aber nicht. Du würdest nur mit dir spielen. Tossel. Weißt du noch beim Ladybird Addon, wie man sich schön breit aus der Schulter bewegen konnte? Oh, war das gut. Ey, ich vermisse das. Ja. Diese eingeschränkte Bewegung, gerade in der Stadt, das nervt wie Sau. Ich muss eingestehen, ich habe mich auch schon mal versucht, also bemüht, mal rauszufinden, ob es nicht doch einen Weg gibt, das irgendwie wieder herzustellen auf der gleichen Basis, aber nicht. Eigene da? Das kann aber eigentlich nicht so schwer sein, ja, oder? Wir müssen jetzt hier nach rechts, links müssten eigene kommen. Nice. Müssen wir jetzt bloß auch nach Osten. Ein Vanille-Element wieder in jetzt Ort, kommt die Hölle gleich. Schafft alle mit langsam machen. Man das machen. Hm. Der hört nicht so schnell, nicht so schnell. Das wird gleich wieder interessant für uns. Also an sich können die Charaktere das ja von der Bewegung her. Man müsste es halt. Aber nur zu wenig. Ja, man muss es eigentlich bloß 10 Grad, 15 Grad mehr. Reicht schon. Aber Ausdauerprobleme hatten wir eigentlich nicht, oder? Nö, ging insgesamt. Es ist bloß der ja, bei mir ist bloß der Blutverlust plus Panzerfaust. Und meine links ja, warum auch immer du, Sonny, da einen Panzerfaust mit dir rumschleppst. Vor allem gegen Hatschis. Hast du sauber mitgehört, hä? Bestimmt zum Furchteinflößen, also zum Einschüchtern. Eigentlich fast nicht, musst du nicht auch mit... die gehört mir nicht, die gehört Bernhard. Was? Bei den Hatschis. Wenn ein Panzer kommt, dann gebe ich die Panzer als Bernhard und dann kann er sie schießen. Geht doch leicht. Du bist Träger, ja? Okay, Achtung Leute, heiße Zone jetzt. Wie sagte Eddie immer, Danger Zone? Danger Zone. Bravo an Position. Nee, hey, brauchen wir noch einen Highway. Sollen wir jetzt rüber oder Richtung Nord? Von hier aus Richtung Nord ist der Plan, von hier aus. Wir sichern hier kurz mal ab, hä? Nur noch eine Frage der Zeit, bis es wieder knallt. Auf jeden Fall sind wir jetzt beim Punkt. Nicht nach Süden, das rote Gefass gefällt mir nicht. Wir lassen es aber nicht untersuchen von den Leuten. Es ist ein bestimmten Weinfass. Alles klar, Blick Richtung Norden. Ich melde jetzt, dass wir bereit sind. Bravo, bereit. Wir werden jetzt dann gleich Richtung Norden gehen. Bravo, verstanden. Also der Befehl ist Marsch mit hochgehaltener Waffe. Was anderes hätten wir nicht getan. Okay, los. Marsch oder Marsch? Nee, Marsch. Ist das hoch hier noch, Peter? Stück höher. Das ist nicht in Einklang mit der Horizontalen im rechten Winkel, mein Freund. Versteh so. Kannst du eigentlich mit deiner Panzerfaust umgehen? Natürlich nicht. Ich hab hier doch was zur Show dabei. Das weiß ich nämlich irgendwie.
Wie war's, das spitze Ende in Richtung Gegner halten? Ja, dann die Augen fest zukneifen und schreien, ich feuere, und dann klicken. Mit Schreien, Al-Akbar. Ja, meistens habe ich aber die Sicherung nicht rausgemacht, das macht wirklich Klick. Also ich bin halt ein blutiger Anfänger. Aber man muss ja irgendwann anfangen, nicht? Meine. Ja. Solche Profis, ne? Die haben auch irgendwann mal angefangen. Mein fetter Gustav hat mal versucht, einen Javelin zu werfen. Ach komm, der war lustig. Ja, manchmal. Aber ich habe gerade Hunger, bin unterzuckert. Und das blöde Tofu-Würstchen war wirklich eklig. Paun ist da, also wer sowas isst, der schmiert sich, der schmiert auch kleinen Kindern Senf in die Nase. Habe ich übrigens erwähnt, dass die anderen Truppen ein bisschen sauer auf uns sind, weil unser Fahrzeug so kräftig explodiert ist. Keine Ahnung. Also auf dich. Als ob wir was dafür könnten, dass da Mörsergranaten in unserem Fahrzeug liegen, hä? Na, ich hab A, kommt eigene, okay. Auf 10 Uhr kommt dann das Zielgebiet. Wir bleiben aber östlich davon stehen, auf der Höhe. Eine blöde Frage, wie kommen wir eigentlich nach Hause? Feuer von Norden, nee, von doch Norden. Da hast du deine Antwort. Das klingt wie Nordost, das dachte ich mir schon. Ja, stimmt, noch ein bisschen Nordost. Nord, Nordost. Such mir eine Deckung. Ausgeschaltet. Ist frei. Haben wir unser Sunny wieder an erster Position? Behalte das Gebäude weiter im Auge. Bis jetzt war es immer so, wo einer ist, kommt gleich ganze Worte raus. Achtung vor uns, oder? Linksseitig. Stopp-Position halten. Haben wir Beschuss? Das gilt uns, oder? Ja. Ja, der Beschuss kommt aus Westen. Scheint aus Westen zu kommen, aber kommt hier nicht an, oder? Bleibt ihr mal da drüben links. Es kann auch sein, dass ihr einen anderen Trupp geradeaus beschießt, was? Weil die sind auf der anderen. Bleibt ihr da drüben links. Position halten, Schleicher, reden darüber. Wir sind sowieso in der Position. Leute, Position halten. Wir sind gerade an der Position, gell? Ja, ich sag ja, Position halten. Keine Granaten, der Pilot. Keine Granaten, Pilot ist da drin. Achtung, Jungs, wir gehen hinter euch aufs Dach. Kasten. Wo war er? Auf dem Dach. Da ist noch einer. 330, 320. Achtung, der Beschuss, der kommt irgendwo aus 320 Grad auf euch. Ja, 310 auf dem Dach, einen habe ich erwischt, da muss noch einer drauf sein. Direkt auf der zweiten Häuserreihe von uns aus gesehen. Schleicher, brauche Sani. Siehst du das Gewehr? Braun ist da. Siehst du das? Wo ist das Schleicher? An der Häuserkante. Schleicher, alles klar? Ja, ich brauche trotzdem seine schönen Schmerzen.
Ja, aber bleib mal an der Position, wir haben noch einen Schützen. Lass den Kopf eingezogen, der schießt auf dich. Von links drüben, okay, noch weiter nach rechts. Sollen wir auf das Gebäude vorrücken? Das ist hier nur auf der anderen Straßenseite. Das sind eigene möglicherweise, oder? Ja, ich hab sie gekannt, die sind da rübergegangen jetzt. Ja, rückt über die Straße. Aufkommt. Ich geh rechts rum. Ne, links rum. Das ist hier links. Ja, wir müssen links rum. Da drüben im Compound, wenn ihr seid, dann Leon kratzt dann mal hier schnell den Schleicher zusammen, wenn er was Wichtiges hat. Komm her, gehen wir ins Eck. Sehr gut, ich fange an. Ich habe eine von der Straße geholt. Ah, da war der Penner. Hier ist eine Halle, ich vermute, da drin wird der Pilot gefangen gehalten. Ihr haltet euch von der Halle fern, wir versuchen nordöstlich Position einzunehmen. Wir dürfen sie nicht einnehmen, gell? Okay, ich hab die Blutung gestoppt. Aber du hast immer noch viel Blut verloren. Gib dir erstmal was gegen den Schmerz. Das ist ein Laptop nah. Ihr sollt da nicht hingehen. Raus da, das Ding kann vermint sein. Ich bin ja gar nicht drin, können nur noch reinschauen. Okay. Eigentlich sind Gasse runter. So, jetzt lassen wir mal kurz die Transfusion wirken. Ich höre Stimmen auf weiter im. Bewegt euch mal Richtung Westen ein Stück, Spreckel. Wir versuchen, den Nordosten zu säubern. Bernhard, Paul ist da. Geht ihr mal nach Nordwesten, hier die Hütte. Achtung, Schütze! Oh, der Bernhard. Ich habe ihn schon gesehen, aber da hast du schon. Bonus, da geht's um Bernhard. Das Dach hier gesäubert, da saß noch einer. Okay. Daher, du hast noch ein bisschen weniger Blut, aber ich habe keine Vorräte mehr. Also du hast weniger Stamina und deine Hände werden vielleicht ein bisschen zittern. Kein Problem, danke. Okay. Dossel ist down. Roger. Bernhard, Bonus, da kommt man zurück. Nee, ist wieder wach. Alles gut. Ah, wunderbar, klappt. Oh fuck, er hat voll meinen Helm getroffen. Der Leute, wir sammeln uns an der Kreuzung im Nordosten. Ich verbinde dich. Jo. Ja, ich geb mal eben Dorsaldeckung, der verbindet sich. Achtung, irgendwas mit Bombenexplosion steht bei mir. Ja, ganz ruhig. Da drin, aber ich sag mal 17 Minuten dafür, dass wir direkt dran ist, ist relativ okay. Entspannt. Das heißt, ich habe schlechte Nachrichten und ich habe gute Nachrichten. Ah, das ist voll. Ich ahne schon. Aber die schlechte Nachricht ist, ich habe keine Blutpäckchen mehr. Die gute Nachricht ist, du hast kein Blut verloren. Jawoll, na siehst du. Also du bist voll kampffähig, Mann. Glück in Glück. Ich sag, du hast den scheiß Helm getroffen und am Riemen habe ich mir meinen Kinn angerotzt. Komisch. Die sind normalerweise nicht kugelsicher, die Helme. Das ist abgeprallt, schiefer Winkel. Friedel, haben wir Befehle oder was ist das gerade angesagt? Schuss, da ist alles wieder stark klar. Verstanden. Ach, hab ich sogar noch mit der P8 einen erwischen können. Ich bin einfach mal zum Rudel gerannt. okay. Schleicher. Na wohl. Munitionsstatus. Na, wenn die Gewehrs leer sind, dann können wir mit dem P8 gute Feuerwaffe. Ja, das ist richtig. Gute Feuerwaffe machen. Schleicher Bernhard auf Nord, das Haus mit dem Balkon, da begebt ihr euch drauf. Macht Overwatch-Position, haltet ihr alles im Auge. Der Rest wir nach, wir müssen rüber zu den Fahrzeugen kontrollieren, ob die irgendwie vermint sind oder sonst irgendwas oder fahrtauglich sind. Wo sind denn die Jungs mit den Minendetektoren? Ja. Schleicher nicht so ein?
Oh, jeder von uns hat zwei Minendetektoren unten an den Füßen. Die Judile haben doch einen aufgenommen, oder nicht? Na, vier sogar, nee, drei. Ich verlasse mich hier nicht mehr auf Technik. Man hört sie bei den Funkgeräten. Okay, das ist eine Mülltonne, sah aus wie ein Auto, geil. Check mal hier rechts das Haus. Check den Balkon auch. Gegenüber ist begehbar, aufpassen. Zwei. Sprechel auf Nordosten, das nächste Haus, bitte auch mal nachschauen gleich hier. Baugleiche ja, Haus. Hier aus einsehen, das ist voll. Okay. Ich bin schon weitergegangen. Nee, das machen wir nicht, Leon. Ohne Scheiß, der Bus, den kann man fahren, gell? Oh oh. Ich dachte auch das schon. Entweder eine Wied. Steig doch nicht da ein. Bist du verrückt, wenn das Ding hochgeht? Bitte. Man hat uns gesagt, Kali, das war nach Auftrag, du Pfeifenpeter. Ach so. Also ich bin ja eher für den Partybus da drüben. Stell dir vor, du drehst die Zündung, aber die Zündung ist nicht am Motor, sondern an der Bombe. Ja, ich wollte es sagen. Also wie schaut es mit dem Bus aus? Wie ist gerade der... Ach, den fass ich nicht an. Alles klar, dann packt ihr einen Sprengel. Ja. Und versucht mal von dem Haus hier im Nord, hier das Haus, was ihr... Was da ist hier, direkt auf Nord-Nordost quasi, geht mal da auf den Balkon oben rauf und macht eine Overwatch. Ja, Overwatch, guck dir mal oben, dass der Bombentimer noch läuft, was ist denn mit dem Pionier? Und einmal rum. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Na doch, einmal rum hier. Ich wusste doch, da ist noch ein dritter Mann mit uns mitgelaufen. Zwei. So, ich schaue mal den Nordosten an hier. Okay, alle Mann zügig sammeln an den Fahrzeugen. Also meint er auch uns wieder runter, ne? Sehr zügig. Ja, Beatle ist gerade runtergelaufen. Sehr zügig meint er das sogar, okay. Ah, da geht's weiter. Ah, falsche Laufen. Bravo, wir setzen hier bei dem Fahrzeug auf. Sammelt euch. Quetscht euch alle ins Fahrzeug. Ich hab mich verlaufen. Der Saal halt dich südlich. Mach ich schon, aber ich bin gerade schon ausgepumpt. Auf welchem Auto? Auf welchem? Ist Bravo im Fahrzeug? Nee, Drossel fehlt mir den Hintern. Drossel, alles gleich, nein. Komm. Bravo bereit. Du fährst hätte ich schon gelaufen, oder? Fahren Tata mal wegen der Bombe, der Timer läuft doch noch. Deswegen verpissen wir uns ja gerade so zügig. Ja, die soll dann. So, 7 Mann im Fahrzeug. Hier Bravo, Abfahrtsrichtung. Ost und Nord. Und ist da? Was ist los? Wer ist da hinten den Sitz haben, hinten im G? Schmier, oder? Sie kann immer wechseln, so geht das nicht. Eine geile Möhre. Dann sobst du hinter uns, dann erwischt es die. Bravo vollzählig. Bravo vollzählig.
Auffahrt bereit. Beetle denkt dran, wir haben einen Bus hinter uns, der tut weh, wenn der auffährt. Was denn wohin? Müssen wir noch raus? Das andere links, Beetle. Was hier links? Wir ja. Müssen nach Norden. Ich dachte, das geht zurück nach Hause. Okay. Deswegen habe ich mir ja schon gewundert, warum du nach dann leidest du nicht. Bist. Bieg mal rechts ab und dann die nächste wieder links, dann sind wir nicht direkt darauf zu. Yep. Rechts? Was rechts? Rechts! 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 Dann die 3 Uhr, links. Alter, wer zum Teufel? Alles klar. Wer fährt denn da? Dort verleitet du mich. Ja, weil ich noch nicht mehr gesehen habe. Ich bin gerade weg gewesen. Alles klar. Nächste links, dann einfach geradeaus. Alles klar. Genau. Wer Abfahrt Richtung West? Ja, ist aber Quatsch. Habt ihr die Augen mit auf der Straße, damit mich am Ende nochmal kräftig knallt? Ja, so weit's geht. Rechts vorne der Schub. Von hinten sieht man nichts. Ist unser Fahrer besoffen? Immer. Du fährst mir recht durch, Zimmer. Verstanden. Einfach zum Feuerwerk. Wir haben das Ding. Einfach für den Feuerwerk. Ich trau diesem Fahrzeug immer nicht. Alter, das geht so schief. Plonk. Ist doch egal, wir brauchen noch nur zu dem Feuerwehr auskommen. Ja. Alter. Der kommt bei 10 Wetten. Keine Sorge, der ist geliehen. Freut sich nicht. Blonk. Fahrzeug! Oh. Oh fuck! Tango down. Wie assi ist das denn? Leben alle noch? Wieder. Oh oh. Hann ist da halt still. Er kommt der Beschuss. Der war von einem Fahrzeug vor uns. Wir haben es aber down gekriegt. Haunisse, du blutest nicht mehr. Gut. Nicht aussteigen einfach. Kümmere dich am nächsten Mal zum Riss. Lennart, ich bandagiere dich. Jo, danke, dann höre ich dann auch. Wieder was zu sagen. Doppelt hält besser. Und Morphin drauf. Ja, Charlie. Alle fit? Ist das aussteigen. Alle. Beckles ist okay. Dorsal ist okay. Bennig ist okay. Alle okay bei euch? Okay. Team Charlie einsteigen. Hannes, der kommt nochmal her. Wir haben platte Reifen, du kannst wieder aussteigen oder willst du mit kaputt machen? Leute, der Fußboss ist dran. Alles klar. Alle Mann zum Feuerwehrgebäude. Marsch, marsch. Zu Fuß. Schreit doch nicht so, das sagt. Kann ich jetzt schlafen gehen? Puffy.